Herzlich willkommen bei Mini Paradise auf unserem YouTube-Kanal zu einem neuen Warhammer 40k Battle Report. Und heute ist ein ganz besonderer Battle Report. Wir spielen nämlich 4000 Punkte Matchplay Apokalypse. Korrekt. Kai und ich, wir haben uns heute lieb. Also ganz, ganz toll. Wir spielen heute miteinander gegeneinander, weil es ist Apokalypse. Und ja, da steht nämlich im Buch, dass, was stand da drin? Genauer Wortlaut irgendwie. Also es ist nicht so ein hartes Gegeneinander. Deswegen ja, dachten wir uns, heute haben wir uns mal lieb und spielen einfach miteinander, gegeneinander. Genau. Ich wollte schon wieder. Entschuldigung. Gewohnheit. Ja. Ich freue mich drauf. Ich auch. Und Kais Überraschung ist jetzt auch gelüftet worden. Wohl oder übel beim Aufstellen. Sehen wir gleich, wenn wir das Board und die Armee vorstellen. Ja. Besonderheit Apokalypse. Wir können ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil wir haben uns das durchgelesen und das klingt auch alles ganz cool, aber wir wollen so ein paar Sachen einfach ein bisschen anders machen. Ja, also wir spielen es wie gesagt nach Matchplay, nicht nach Machtpunkten, sondern einfach ganz normal. Wir haben 4000 Punkte uns vorgegeben, die versuchen wir auszufüllen. Zum einen, wir nehmen Missionszielmarker in einer Aufstellung, wie es bei Ars Bellica üblich ist, damit es ein bisschen ausgewogener, einfacher werden kann. Wir werden ganz normal einen Kriegsherrn haben, nicht einfach ein beliebiges Kriegsmeistermodell. Des Weiteren, also die Apokalypse-Aufstellungszone nehmen wir aus dem Chapter Approved 2017. Dann nehmen wir die erste, das sehen wir dann gleich nochmal auf dem Board. Was war's noch? Was vergessen? Ja, mit dem Rerollen. Also wir wollen die Würfel jetzt nicht einfach wie im Open. Ach so. Ne? Ja, also mit den Stratagems benutzen und Command Points einsetzen wird weiterhin so laufen, dass man dasselbe Stratagem nur einmal pro Phase dann einsetzen kann und so weiter und so fort. Also schon dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, übliche Matchplay, nur halt eben im Apokalypse-Style. Ja, weil es ein bisschen blöd ist, da irgendwie jetzt alles zu rerollen, zumal du ja jetzt relativ wenig Command Points hast und so, und das ist eigentlich, weiß ich nicht, ist so ein bisschen langweilig dann. Des Weiteren, so diese Besonderheit, sage ich mal, die wir uns da rausnehmen in diesem freien Spiel mit Kriegsherren und Relikte, das können wir verteilen, wie wir Bock haben innerhalb von unseren Armeen. Diese Freiheit nehmen wir uns jetzt heute einfach raus, das wird jetzt nicht megamäßig ins Gewicht fallen oder so. Stratagems, das betrifft eigentlich in Masse nur mich, kann man je nach Detachment natürlich nutzen, wie man will. Ja, ansonsten lasst euch überraschen, es wird ein witziges Spiel, es wird ein spaßiges Spiel und dann glaube ich, haben wir nichts mehr vergessen, ne? Ich denke. Dann seht ihr die Überraschung jetzt gleich und dann gucken wir uns die Armeen an. Viel Spaß! 3999 Punkte, 1000 Suns und ihr seht schon, mit einem Warhound Titan. An dieser Stelle danke an den Robert, dass er mir den zur Verfügung gestellt hat für dieses Spiel heute. Was habe ich dabei? Ich habe, wie gesagt, einmal den Warhawk Titan da. Der ist ausgerüstet mit einem Turbo Laser Destructor und der titanischen Plasma Blast Gun. Dann habe ich noch ich würde jetzt fast sagen, seine kleine Schwester dabei, weil er so mickrig aussieht. Ein Renegade Knight Crusader im Prinzip, ne? Avenger Gatling Cannon, ein Melter dabei, Stormspear Rocket Pod. Und die, wie heißt sie nochmal? Rapid Fire Battle Cannon. Genau, Rapido. Rapido! Ich habe einen Land Raider mitgebracht, einen Chaos Land Raider. Der hat noch einen Havoc Launcher und einen Flamer drauf. Zwei Vindicator, auch mit dem Kombi Flamer drauf. Zwei Predator, komplett Laskars, Kombi Flamer drauf, falls mir doch ein bisschen Infanterie entgegenkommt. Eine Truppe Scarab Occult Thermis, das sind 6 Stück inklusive Sorcerer und einer Soul Reaper Cannon. Und dann habe ich Ahriman dabei, das wird auch mein Kriegsherr in dem Fall sein. Und also den Dreier Retter mit seinem Warlord Trait dann. Und noch einen Exalted Sorcerer. Das war es schon bei mir, das sind 3999 Punkte, wie gesagt. Ich habe 4 Command Points, weil ich habe nur ein Spearhead Detachment und 2 Super Heavy Auxiliary jeweils. Ne? Außerdem habe ich da noch ein paar Psy-Kräfte dabei, aber das seht ihr dann während des Spiels. 3998 Punkte Imperium. Ja, wie wir sehen, sehen wir eine Menge rotes Zeug und ein bisschen goldenes Custodes-Kram.
Wir fangen mal an mit dem Battalion Detachment Adeptus Mechanicus. Und zwar haben wir dabei Belisarius Call. Das wird natürlich auch der Kriegsherr. Nee, es ist nicht der Kriegsherr. Gucken wir mal, wer das ist. Das überlege ich mir gerade. Dann haben wir Tech Priest Engines hier als zweite HQ-Auswahl. Dann haben wir ein paar Cataphron Destroyers mit Plasma Blaster, Phosphor Blaster und Plasma Culverine. Dann haben wir zweimal Skitari Ranger. Der Chef ist hier auch Arc, Pistol und Taser Goat ausgestattet. Dann vier normale Ranger mit Omnispecs, zweimal Arkebuse. Der zweite Ranger-Trupp ist ausgestattet mit einem Plasma, ansonsten 8 Ranger und Chef hat Arc Pistol und Power Sword. Ansonsten haben wir noch einen Enhanced Data Teaser mit drin. Dann haben wir ein paar Vanguards. Das sind einfach nur 7 Vanguards mit einem Enhanced Data Teaser und der Chef hat Arc Pistol und Taser Goat. Dann haben wir ein paar Infiltrator, dann haben wir 2 Laser Chickens dabei, also Laserhühnchen. Dann haben wir 4 Castellan Robots, die sind alle mit den Heavy Phosphor Blastern und den 2 Heavy Phosphor Blaster, also quasi den Fäusten ausgestattet, die schießen. Dann haben wir ein Detachment Gustodes, und zwar haben wir hier ein Patrol Detachment mit 2 Shield Captains auf Dawn Eagle Jetbike, die sind beide mit Salvo Launcher und Misericordia ausgestattet. Dann haben wir einmal Gustodian Guards, die sind auch alle WYSIWYG hier mit den Relic Plates und den Storm Shields. Der eine, der kein Storm Shield dabei hat, hat noch diesen hat noch Misericordia. Dann haben wir 4 Virtus Praetor. Die sind 2 mit Salvo Launcher und der Rest mit Hurricane Bolter. Und dann haben wir zu guter Letzt noch einen Night Crusader, komplett WYSIWYG, Rapid Fire Battle. Ne, nicht WYSIWYG. Der hat nämlich den Storm Spear Rocket Pod oben drauf und nicht die Icarus. Ansonsten 2 Armiger Warglaves mit den, ich weiß gar nicht, ob es die Melter sind oder nicht. Nein, es sind die Heavy Stubber. Und einen Night Valiant mit 2x Raketen und den Twin Siegebreaker Cannons. Gibt mir 8 Command Points plus, also 5, 3 sind 8, sind 11 Command Points mit den 3 zusätzlichen. Ist ein bisschen mehr als von Kai. Mein Kriegsherr wird sein ein Shield Captain, und zwar der hier, der die Lanze so ein bisschen weiter weg hält. Um Kai da auch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, vielleicht meinen Kriegsherrn ein bisschen leichter zu töten. Und ja, dann herzlich willkommen auf dem Board, auf dem Schlachtfeld des heutigen Tages. Wir haben hier, wie Kai schon mal erzählt hat, die Missionsziele mal nach Ars Bellica aufgestellt, was echt eine gute Idee war. Scheint kompetitiv zu sein, denke ich. Also ne, hier 3, hier hinten hatten wir die 4. Hier in der Mitte die 2, da hinten in der Mitte die 5, da hinten die 1, hier die 6. Zu den Aufstellungszonen. Kai, wo spielst du? Auf welcher Seite? Gut, dann spiele ich auf der anderen. Wir haben das jetzt mal richtig im Team gelöst, wie ihr seht. Und zwar haben wir ja hier die 12 Zoll, aber wir spielen also 18 Zoll voneinander entfernt. Das heißt, wir sind ein bisschen mehr in der Mitte als sonst, wie gewohnt. Und ja, dann wir haben jetzt verdeckt aufgeschrieben, wer wie lange braucht für die Aufstellung. Der weniger braucht oder denkt weniger zu brauchen jetzt am Anfang, der darf zuerst aufstellen oder muss zuerst aufstellen. Der zweite stellt danach auf, der länger braucht. Allerdings fängt der Spieler, der weniger braucht, an. So, wir haben jetzt hier die Zettelchen und die legen wir jetzt mal hier hin. Jawohl. Was? Wer braucht denn bitte 59 Minuten? Ja, ich. Ist das mit Essenszeit oder was? Ich lass mir mal Zeit. Ich dachte mir, ich lass dich mal zuerst aufstellen. Und dann hätte ich mir gar nicht so einen Stress machen müssen. Deswegen habe ich zu dir gesagt, schreib einfach mal irgendwas auf. Das wird schon witzig. Okay. Ja, also Kai wird dann hier zur Rechten, was ihr jetzt gleich seht, aufstellen. Ich stelle danach auf und dann zeigen wir euch das Ergebnis. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, da Kai ja gesagt hat, dass er eine Minute braucht und das, glaube ich, ganz witzig ist, wenn wir das live filmen. Ihr seht jetzt natürlich, hier links ist seine Aufstellungszone, wie vorhin gesagt, nicht die üblichen 12 Zoll, da ist ein bisschen mehr. Da hinten ist Kai
Und der muss jetzt innerhalb von einer Minute sein Zeug aufstellen. Willst du dir noch mal kurz Gedanken machen oder kann es gleich losgehen? Weil wir haben jetzt hier einen Timer. Es kann im Prinzip losgehen. Warte. Auf die Plätze. Fertig. Los. Der ist übrigens schwer. Da bin ich mal gespannt, wo er den hinstellt. Ich auch. Mitten in die Mitte rein. Oha, ganz nach vorne. Ach du Allah. Naja, nicht ganz nach vorne. 40 Sekunden noch. Das 40 Sekunden noch. Das ist kein Problem. Der lässt sich Zeit hier. Der lässt sich Zeit. Das ist gar kein Problem für mich. 30. Also alles, was jetzt nicht aufgestellt wird, kommt... Kai, du musst mal ein bisschen Gas geben, ne? Und gleich noch 20 Sekunden. Warte ab. Thermis in Reserve. Das geht nicht, da musst du davor stehen. Das ist... Achso. Thermis in Reserve. 15. Kein Problem. 10. Nein. 10. 9. Wer sagt? 8, 7, 6, 5. Fertig. Aha, da hast du noch... Reserve. Okay. Ja, cool. Timer. Jetzt geht die Uhr hier erst los. Also hab's geschafft, würde ich sagen. Ja, ja. Cool. Sehr witzig. Ihr habt ja gesehen, dass ich jetzt 59 Minuten Zeit habe. Das werde ich jetzt nicht aufnehmen. Also für mich war es easy. Für dich wird es vielleicht eng. Ja, genau. Also, wir sehen uns alle 59 Minuten wieder. Ich stelle jetzt mal Ruhe auf. 59 Minuten später, ich bin fertig mit der Aufstellung. Kai ist schon richtig genervt. Ich war schon zu Hause schlafen. Ja, zur Aufstellung, liebe Freunde. Crusader, hier haben wir ein kleines Mietschild, durfte ich es ja nicht nennen, hast du gesagt? Ja, es sind ja nur Roboter, oder wie ist das? Also Mischmasch, ne? Mhm. Also wahrscheinlich ist noch eine halbe Arschbacke menschlich. Vielleicht auch andere Körperteile. Also auf jeden Fall haben wir jetzt so ein bisschen rumgebaut. Hier steht noch einer zwischen den Containern, um die Coherency zu wahren. Ja, ansonsten haben wir hier eine Atmec Ballerburg, Laser Chickens, Destroyer, Robots, Doomcrawler, Call. Ja, Vertus Bretoren, zwei Shield Captains, Valiant, hier hinten sind die Custodian Guards und da hinten die zwei Armiger. Hast du was in Reserve? Ach so, ja, die Infiltrator sind drin, Reserve. Die stehen noch da hinten irgendwo. Die kommen dann. Und hast du den Kriegsherrn jetzt? Ja, Kriegsherr ist, habe ich doch vorhin gesagt, da werde ich dir die Chance geben, den auch leicht zu töten, das ist der da. Ach so, ja, sowas höre ich nicht so oft, deswegen habe ich gedacht, das kann nur ein Fehler gewesen sein. Ja, und Relikt hat natürlich dann auch noch der andere, mit diesem Eagle's Eye oder wie auch immer das heißt, das heißt der Retter hat eins verbessert und so, also die haben jetzt quasi beide Dreier Retter, die Typen hier. Mhm. Und Wo du das gerade sagst, Relikt habe ich natürlich vergessen. Mein normaler Sorcerer hat den Helm des dritten Auges, dass ich ein Command Point wieder kriege. Ah ja, siehst du, okay. Ja. Dann, ach so, das ist vorhin noch nicht dazu gesagt, das ist Horse Hawkshroud heute mal. Und dann gebe ich auch noch einen Command Point aus, weil wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir da variabel sind, auch wenn da nicht mein Kriegsherr drin ist. Dann kriegt der nämlich noch ein Relikt hier. Also ist ein Charakter, dass der dann einen Retter um eins verbessert hat im Fernkampf. Und ja, dann kommen wir in Runde 1 Chaos, würde ich sagen. Jawohl. Ein paar letzte Worte, bevor es losgeht. Kai überlegt jetzt schon fleißig, wo er drauf schießt und so weiter. Wir haben uns jetzt natürlich auch schon so ein bisschen beraten und wir sind auch beide so zu dem Entschluss gekommen, dass ich gar nicht so viele Waffen habe, die den Warhound Titan auf eine 4 oder so verbunden. Also es wird auf jeden Fall spannend jetzt und dann nochmal viel Spaß jetzt und wir kommen in die Bewegungsphase des Chaos. Die Bewegungsphase der chaotischen Truppen ist vorbei. Kai, muss mal hier erzählen. Der Renegade Knight ist einfach nur ein Stück nach vorne. Der hat das Missionsziel jetzt da noch in Reichweite und geht da so ein bisschen in die Richtung. Vindicator ist 10 Zoll nach vorne gefahren. Der Sorcerer ist advanced und ist ein bisschen hier, damit er da Einsen wiederholen könnte, theoretisch. Ahriman ist seine 12 Zoll hier rüber geflogen. Warhound ist stehen geblieben. Die beiden Predator sind stehen geblieben.
Der Land Raider hat sich auf Missionsziel positioniert hier hinten, sieht man jetzt nicht mehr. Und der Vindicator hat sich bewegt, seine 10 Zoll und ist nach hier vorne gefahren. Das war's schon. Dann kommen wir in die Schussphase. Psi-Phase. Ach stimmt, wir haben eine Psi-Phase hier. Psi-Phase. Na dann. Bevor wir in die Psi-Phase kommen, werde ich mit den Admec erstmal die Lobgesänge ermitteln. Und ja, das passt schon ganz gut. Dann brauche ich ja nichts drehen mit Call. Dann haben wir die 4, das ist der Schleierpsalm. Und ich überlege, ob ich die 2 wiederhole, weil das ist jetzt Litanei des Elektromanten. Da darf ich einen W6 würfeln für jede feindliche Einheit, die sich innerhalb von 1 Zoll befindet. Ich würde das mal drehen in die 1, dann kann ich Moraltests für betroffene Einheiten wiederholen. Also Schleierpsalm und Anruf der ehrenden Seele. Dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar habe ich für den Knights konnte ich jetzt keine Relikte mehr auswählen, beziehungsweise das habe ich verwechselt mit einem Warlord Trade. Entsprechend kriegen die Knights da gar nichts. Allerdings haben wir hier bei den Gustodes, wo ja auch mein Kriegsherr drin ist, 2 Relikte. Das heißt, ich bin trotzdem runter auf 10 Command Points, weil der Kriegsherr hat natürlich seine Kriegsherrenfähigkeit, das ist der 5er Feel No Pain. Und er hat dieses Aurig Aquilas, das heißt, er hat einen 3er Retter quasi und darf, ich glaube, misslungene Angriffswürfe wiederholen. Und der andere hat das Eagle's Eye, das heißt, das würde auch den Retter um 1 verbessern. Das heißt, wir sind bei den Shield Captains jetzt jeweils auf einem 3er Retter. Und jetzt kommen wir in die Psi-Phase der Suns. Ariman macht Warp Time auf sich selber, geht durch, dann flubbert er hier rüber. Ach, das ist nochmal bewegen, ne? Genau. Und dann hat er hier alles in 6 Zoll für das Einsen wiederholen. Mhm. Außerdem macht er diabolische Stärke auf sich selbst, nur zur Sicherheit. Das geht auch durch. Mhm. Eine Attacke mehr, 2 Stärke mehr, ne? Ja. Der Kollege hier macht Vorhersehung auf den Vindicator mit einer 7. Das geht auf jeden Fall durch. Dann kann der auf seine Hitrolls 1 dazu addieren. Mhm. Und dann will der Kollege noch smiten. Und zwar sind das Vanguards oder yep. Ranger? Oder? Vanguard. Okay. Die Blechhelme sind Vanguards und die mit den roten Kapuzen sind Ranger. Geht durch. Jawohl, W3. Einer nur. Dann geht einfach hier einer weg. Und dann kommen wir in die Schutzphase. Jawohl. Kai fängt an mit dem Vindicator. Jawohl, der hat sich ja bewegt. Der schießt auf die Dawn Eagle Jetbikes. Mhm. W3 Schuss. 3? Ich weiß nicht, ob das ein Indikator dafür ist, wie das Spiel heute läuft. Oh, das war der erste Würfel jetzt, ne? Ja. Trifft nur noch auf die 4, wieder auf die 3 wegen der Psi-Kraft. Mhm. Einsen darf ich wiederholen. 2 nicht, ne. 2 Stück. Und mit Stärke 10 auf die 3. Ja. Einer. Einer nur? Jo. Mit Minus? Ich glaube, das ist DS minus 3. 4er Retter. Nein. Okay. D6 Schaden. Na, dann hauen wir rein. Komm. Jawohl! Okay, da ist einer weg. dann schaue ich mal, welchen ich da wegmache. Den äußerst linken hat sie jetzt hier vom Bike gehobelt. Das Ding hat gebuckelt, hat ihn abgeschmissen. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Vindicator. Genau, der sich ebenfalls bewegt hatte. Der schießt auf den Armiger vorne. Ja. Oder auf die Armiger, ich auf weiß nicht. Auf den, die agieren dann unabhängig. Habe ich jetzt gelernt. Ja, sehr gut. W3 Schuss. 2? Ja. Weil er sich bewegt hat auf die 4. Beide? Ja, Toughness 7. Auf die 3. Beide, DS minus 3, aber du hast einen Retter, ne? 5er. Einer durch. Oh. Geil, einer durch nur. B6 gute neue Würfel. 2 nur. Dann ist er runter auf 10. Ach, der hier war das, ne? Ja. Der vordere, wenn ich die 10 finde. Ja. Da war der kleine Vindicator schon mal. Der Predator hier wird mit der Zwillingslaska auf den Armiger schießen und die beiden anderen Laskas, die er noch hat, die gehen auf den Valiant. Gut, dann drehen wir hier gleich Ionenschilde.
Das hab ich, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Ach, runter so. Auf 7 Command Points. Und der hat jetzt einen 3er Retter oder was? Nee, der hat einen 4er. Ja, okay, ist doch kein Ding. Ja, das ist 50-50 Chance für mich. Die Zwillinge erstmal auf den Armiger. Ja. Trifft. Verwundet auf die 3 sind beide. DS-3, kennst du ja. Ja, ja. 5er. Einer ja, durch. Durch. W6. Jawohl. Ach komm schon! Jawohl! Runter auf 4. Jesus. Ist der jetzt schlechter? Auf jeden Fall. Ich wollte es nur mal hören. Armiger, Valiant. Schießt die zwei gleich zusammen. 5 und? Treffen beide. Okay. Ich weiß nicht, was los ist. Ich darf da nichts drüber sagen jetzt. auf die 3. Nur einer. Das ist gut. Minus 3, aber. 4er Retter. Nein! Steht! Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Ja, ja, ich finde das richtig in Ordnung. Der Land Raider wird den Havoc Launcher und die Zwillings Heavy Bolter auf deine Skitari da, ne? Den 10er Trupp hier auf die Ranger, rote ja. Kapuzen Ranger. Schießen. Eine Zwillings Laska geht in den angekratzten Armiger, die andere Zwillings Laska geht in den anderen Armiger. Ja. Die schweren Zwillings Bolter. Einsen darf ich wiederholen. Da liegt noch eine 1. Ah, okay. Und mit Stärke 5 auf jeden Fall auf die 3. Yes. Mit minus 1 bitte, 4-mal. Okay, 5er. Gehen 2. Mhm. Dann nehmen wir den hier weg und den hier unten. Coherency muss dann wieder hergestellt werden. Ja. Dann der Havoc Launcher sind 5 Schuss. Achso, hätte ich so machen können. Hat er sich bewegt? Fehlt das irgendwie da? Ja, der kriegt keinen Abzug auf Heavy Weapons. Achso, stimmt, ist ja ein Land Raider. Ja. 3, 1 wiederholen. Wieso werfe ich denn jetzt so viele 2? Das ist schlecht. 2 Stück mit Stärke 5. Einer. Jo. Wie viel Minus? Nix. 4er. Wieder einer weg. Oh, nein! Naja, gut. Tod ist tot. Ja. Die erste Zwillingslaska auf den angekratzten. Ja. 2 und 6, ja. Einer, verwundet auf jeden Fall so nicht. Auf die 1 darfst du beim Verwunden nicht wiederholen, oder was? Nee. Dann nur kommt der auf die, oder die auf die frischen. Jawohl. Haben wir hier eine 4. Beide, treffen. Verwunden auf die 3. Beide. DS-3, aber. 5er, Bretter. Einer wieder durch. W6 Schaden. 5. Runter auf 7. Jawohl. Eben bei den Rangern hatte ich natürlich das eine Mal einen 3er, aber da ich da eine 1 gewürfelt hat, also durch Schleierpsalm, macht das eh nichts. Das heißt, da wären ohnehin 3 gegangen. Und weiter geht's hier. Jawohl. Der Predator schießt in den Dune Crawler. Ja. Alles. Er sieht ihn da hinten. Nicht gut. Oh oh. Gucken wir mal. Auf die 3, 1 wiederholen. Was ist denn das? Was ist denn das? Mhm. Und auf die 3. Beide. DS-3. Mhm. Dann haben wir einen 5er Retter. Einer durch wieder. Immer gute neue Würfel. Immer nur eine Laska, die da durchgeht. W6 Schaden. Yeeha! Reroll. Willst du jetzt wirklich einen Reroll nehmen? Da kommt noch was Großes, Kai. Ja, ich weiß. Nein, ich nehme ihn nicht. Ein Schaden nur, das kann man nicht. So machen. Leicht kann man den belappen. Super. 10 Leben. Super. Okay, dann zähle ich mal Würfel. Der Warhound. Oh oh. Titan. Der schießt, jetzt kommt drauf an. Der schießt den Turbo Laser Destructor auf den Valiant. 4er Retter. Scheiße, der 4er Retter. Und die komische Übermega Plasma Blast Gun geht auf den Crusader. Mhm. Ich schieße auch als erstes auf den Crusader mit der Plasma Blast Gun. Ich will overchargen. Ja. 2W6 Schuss. Oh! Ach du Scheiße! Oh Gott! Oh mein Gott! Das klingt doch gar nicht so schlecht. Tja,
auf die 3. Ballistic Strike 3 oder 2? Oh, 2 plus sogar noch. Ja, ich habe das mit dem... Ja, ich habe verwechselt. Also nur die 1 nicht, weil es ja kein Thousand Suns Keyword. Darf ich nicht wiederholen. Verwunden auf die... Ich nehme mal an, mit Stärke 10 auf die 3. Oh. Du kannst mal einen wiederholen jetzt. Aber gut, nee, jetzt nee, bin ich nee, bei dem Laser. Das sind 5 Stück mit DS minus 4. Ach so, warte, ich hatte jetzt Einsen, ne? Ja. Ja, beim Wound Roll 2 Stück, da kriege ich eine Mortal Wound, ne, drauf. Okay. So, 5 Stück gehen aber durch mit DS minus 4 und... Alter, da gehen nur 2 durch? Mhm. Da gehen nur 2 durch. Da gehen nur 2 durch? Korrekt. Das sind dann 8 Schaden mal 2 sind 16 Schaden. Weil Makro. 16 Schaden. Jawohl. Ja, das gut, das lege ich gleich hin. Ja gut, er lebt aber noch. Das hätte ich nicht gedacht. Ja gut, aber er hat noch 8 Lebenspunkte jetzt, ne? 8. Könnte schon schlechter sein. Ein bisschen, ja. Okay. Gute neue Würfel. Warte, ich drehe mal kurz, bevor ich das hier vergesse, die Punkte. Runter auf 33. Genau. Darfst du eigentlich auch... wenn du eine Mortal Wound durch Überhitzen bekommst, gucken, ob du keine Mortal Wound bekommst. Da muss ich gleich nochmal nachgucken, das weiß ich nicht. Schauen wir gleich einfach nochmal in den Regeln. Ich glaube nämlich, dass ich dann noch einen Dreier Retter dafür habe. Ja, da schauen wir gleich mal. Gegen Mortal Wounds hat er das ja grundsätzlich, aber es ist halt auch die Frage, ob es durch dieses Overcharge auch hat. Ich gucke dann mal. Erstmal schieße ich jetzt noch auf den Valiant. Ja. Das sind dann nur 2 W3 Schuss. Mhm. Oh, da... Sind er hat 2 Schuss? Ne, es reicht mir nicht. Komm, ich will einen Reroll. Ja. Okay, dann sind es 3. Einen Command Point habe ich schon mal weniger. Auf die 2. Jawohl. Und Stärke, was? 16, also auf jeden Fall auf die 2. Mhm. Ey, das gibt's doch nicht. Einer durch? Ja! Aber das sind 2W6 Schaden mal 2. Mhm. Oh fuck, oh 9 fuck. Mal 2 sind 18. Ach du Alarm. Oh oh. Oh oh. Aber beide Knights leben noch. Ja, runter auf 10 Lebenspunkte. Mhm. Ach du Schande, ey. Da rappelt's aber im Gebälk. Und das war nicht mal gut geschossen jetzt. Ja. Dann kommt aber noch einer, der will auch noch mal ein bisschen seinen Senf dazugeben. Jawohl. Wir haben jetzt mal in den Regeln geguckt, das heißt, er hat tatsächlich gegen jede Mortal Wound, steht so drin, einen Vierer, also Void Shield quasi, und die hat er natürlich beide geworfen mit einer 405 eben Off-Cam und der ist wieder auf 35 Lebenspunkte hoch. Ja. Yeah. Also hat die quasi nie verloren. Ja, dann kommen wir dann gleich zum letzten. Avenger Gatling kennen auf deine Dawn Eagle Jetbikes. Heavy Stubber auf die angekratzten Skitari. Flamer und Melter sind nicht in Reichweite. So gehen Rapid Fire Battle Cannon und Stormspear Rocketport in den angekratzten Crusader. Mhm. Ich fange an mit der Gatling Cannon auf die 2. Auf die 3. Jede Menge nicht. Mhm. Manche aber doch. Reicht. Stärke 6 auf die 4, ne? Ja. 3 Stück. DS minus? 2 ist es. Ja gut, dann 4er so oder so. Oh. 2 Schaden jeweils, das heißt 1 weg, ne? Nee, die haben 4 Leben. Ach, 4? Ja, die haben 4 Leben nur, das heißt einer ist weg. Und einer ist auf die Hälfte. Und einer ist auf die Hälfte, genau. Okay. Das legen wir einfach mal um und dann legen wir dann da gleich eine 2 hin. Aber es geht ja noch weiter. Machst du hier erst die, ja, die genau. Ratter-Ratter-Kleinkram? Heavy Stubber, 2 Stück. Und auf die 3 noch. Minus irgendwas? Der hat keinen Minus. Dann haben wir einen Dreier hier. Stehen beide. Okay. Durch Schleierpsalm. Mhm.
Dann habe ich 2W6 Schuss von der Rapid Fire Battle Cannon. Ja. 11. Also bei Schussanzahl geht's ganz gut bis jetzt. Ja, das hat bei dem Warhound auch ganz gut geklappt vorhin. Aber da, ja. Ja, gut, da habe ich brutal gesaved eben. Das muss man leider so sagen. Bei den Crusader hast du gut gesaved. Ja, ja, hier. Gegen dein Plasma-Ding da. Das sind auch immer gut mal Einsen dabei. Ja. Also Plasma vielleicht nicht overchargen. Außer mit dem Warhound, weil dem macht das ja nichts. Nee. Und auf die 4 mit Stärke 8. Das sind wieder nur 3. Mhm. Minus? Das ist, glaube ich, alles minus 2 immer, ja. Minus 2, ja gut, dann trotzdem 5er. Das sind 3W3 Schaden? Ja, hau rein. 3, 6, 7, 8. Ciao. Okay, dann kommt das Stormspear Rocket Pod nicht mehr zur Geltung. Nee, weil das reicht ja schon so. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich das gewusst. Ja, also, aber lieber so als anders, ne? Das ist wahr. Das ist wahr. Ja, dann werden wir mal schauen, ob der irgendwie in die Luft fliegt. Ich muss jetzt mal gucken, ob man 2W6 oder einen, aber der kleine wirft man, glaube ich, auch nur einen. Ja, ja. Nein, nicht auf einer 5. Ein paar Leadership-Tests haben wir zu machen. Und zwar, nee, einen sogar nur. Die Ranger haben 3 verloren. Leadership 7. Ja. Geht noch einer. Eine 5. Ja. Dann nehmen wir den hier weg. Okidoki. Und dann Bikes ja nur 2. Die haben genug Leadership. Der hat, da ist nur einer umgekippt. Was hast du gemacht? Am Ende des Zuges oder am Ende der Runde zählen wir die Punkte? Wir machen es wegen Matchplay. Ah ja, genau. Dings machen wir es immer am Ende des Zuges. Uno. Und? Dors. Dors. Okay. Dann steht es 2-0. Und hier so First Strike und so ein Kram gibt es ja nicht, haben wir gesagt, oder? Wir haben gesagt, First Blood, First Strike gibt's nicht. Wir haben halt nur Slay the Warlord dabei. Ne? Ja. Und ansonsten die Missionsziele. Okidoki, dann kommen wir in die Bewegungsphase des Imperiums. Bewegungsphase Imperium ist vorbei. Wir haben uns mal entschlossen, die kaputten Knights einfach mal auf dem Schlachtfeld liegen zu lassen. Leider fehlt uns der Qualm dazu, aber das kommt noch. Gute Idee gewesen. Ansonsten, die haben sich ein bisschen hier verschoben, glaube ich. Arkebusen sind natürlich stehen geblieben. Die sind nach vorne, die Vanguards, sodass er hier oben auf jeden Fall das Missionsziel hält. Die sind Maximum nach vorne gefahren. Robots stehen geblieben, hier hinten alles stehen geblieben. Die haben sich ein bisschen in Coherency wieder bewegt. Die Guards haben sich so ein bisschen wieder hier verschoben nochmal, halten auf jeden Fall das Missionsziel. Die Shield Captains sind über dem Missionsziel 5. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt sagen, dass der das hält. Ich glaube nicht, ne? Der muss schon drauf sein. Ja, also die Missionsziele zählen, als ob sie am Boden wären, ne? Genau. Dann sind die nach vorne, die beiden, Vertus Praetoren. Dann durch Haus Hawkstraut behandle ich ihn ja, als hätte er jetzt noch 20 Lebenspunkte, obwohl er nur 10 hat. Das heißt, er konnte ganz normal nach vorne gehen, genauso wie die beiden auch. Der hat ja nur noch 4, aber auf der Schadenstabelle für alles andere gucke ich, als ob er jetzt noch 8 Lebenspunkte hat. Entsprechend sind die auch recht weit nach vorne gekommen. Und dann werden wir jetzt die Lobgesänge noch für das Admech machen. Dann haben wir die 2 und die 1. Das wäre jetzt Moraltests wiederholen mit der 1. Das lassen wir so. Und bei der 2, ja, dann nehmen wir die 3 und dann kann ich in der Nahkampfphase Trefferwürfe von 1 wiederholen. Mhm. Und dann kommen wir in die Schussphase. Das sieht mir so aus, als wenn hier hinten was im Nahkampf attackiert werden soll. Am Ende der Bewegungsphase nutze ich dann dieses Stratagem, die Binärüberschreitung für einen Command Point runter auf 6, dass die Protokolle der Robots sofort geändert werden und dass die jetzt doppelt schießen können. Und warte mal, ich kann auf die 5 einmal pro Phase ja generieren. Nein, leider nicht. Noch was? Jetzt kommen wir in die Schussphase. Hier soll geballert werden. Die Ranger inklusive Arkebusens geht alles auf den Neid. Alles klar. Auch die 3 mit den galvanischen Gewehren. Kein Call in Sicht. Stärke 4. Tja.
Nichts. Auf die 6 wären es gewesen. Transsilvanische Arkebusen auf die 3. Stärke 7. Auch mit der 6 auf jeden Fall. Minus 2. Ja, 5 war so oder so, ne? Nee. D3 Schaden. Was? Ja, hallo. Den habe ich berührt. Das gilt nicht. Ja, okay. Hat er noch 21 Leben. Die Vanguards werden alles, also alles sind 4 Radiumkarabiner, in den Vindicator schießen. Auf die 3. Das zählt ihr nicht. Ja. Ups. Stärke 3. Auf die 6. Widerstand 8, ja. Dann haben wir immerhin 2 Stück mit minus 0. Sehr gut. Dreier, wenn jetzt einer durchgeht, ne, dann lache ich aber. Ah, das gibt's ja nicht. Okay, da hat der Kollege noch 10 Lebenspunkte. Von Radiumkarabinern, Junge, Junge, Junge. 3 galvanische Gewehre von den Skitari. Auf den angekratzten. Genau, muss man ja sagen, Windicator. Auf die 3. Jawohl. Stärke 4. Auf die 6, oder was? Ja, ist immer noch wieder schon 8. Ja, nein. Nix, ne? Aber jede 6 beim Woundroll hätte auch minus 1 bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das vorhin eine Rolle gespielt hat bei denen hier. Aber ist egal. Da kam ja, glaube ich, eh nichts durch. Ja, jetzt kommen die großen Sachen. Die 2 verbliebenen Dawn Eagle Jetbikes auf den Vindicator. Genau, die beiden Salvo-Launcher haben sich bewegt. Das heißt, wir treffen jetzt auf die 3 mit dem Melterschuss. Dürfen einen wiederholen wegen dem Schildkapitän daneben. Nichts. Uha, Stärke 8. Ja. Jawohl, geil. Minus 4 bitte. Was? Ja. D6 Schaden. Nein! Einer. Ist okay. Haben die hier oben das auch? Oder? Shield Captain Nummer 1 feuert auf den da mit dem Melterschuss. Eins wiederholen, weil er ein Shield Captain ist. Trifft mit einer 3. Stärke 8 auf die 3. Nö, ist eine 1. Dann macht der zweite das auch. Eins wiederholen, weil es ein Shield Captain ist. Und auf die 3. Das ist eine 5. Jawohl. Minus 4. Ja. Die 6 Schaden. Ja klar. Das gleichen wir jetzt aus. Der da. Der? Ja. Hat er noch 5 übrig. Gut. Destroyer, Plasma Culverines. Schießt der hier mit seinem Plasma Culverine da rein. Die beiden mit dem Plasma Culverine in den Night. Die Phosphor Serpentars, Phosphor Blaster schießen die beiden in den Vindicator. Und der hier noch zusätzlich in den Knight. Wir machen erst die Phosphorblaster. Rapid Fire werden wir nicht in 12 Zoll sein hier. Nein. So, die beiden erstmal hier auf den Vindicator ihre Phosphorblast. Alt, bevor wir schießen. Oh, ganz wichtig. Ich werde jetzt nochmal 3 Stratagems zünden. Und zwar einmal die Wut des Mars. Das geht auf die hier, das heißt, bei jedem Verwundungswurf von 6 plus gibt es hier eine tödliche. Und hier die Vernichtungssalve, da kann ich 1 zu allem Hitrolls addieren für die und die hier. Das heißt, nochmal 4 Command Points runter bin ich jetzt leider nur noch auf 2. 2? Waren es 2 oder 3? Wann hast du den anderen benutzt? 7, auch 6. In der Schussphase? Nee, vorher. Nee, am Ende der Bewegungsphase. Dann darf ich noch einmal würfeln. Ja. Kippe. Aber sowas von. Natürlich nicht. Okay. Also, auf die 3 die Phosphorblaster, auf den Vindicator. Beliebige Trefferwürfe durch Call wiederholen. Nein. Bringt nichts. Bringt nichts. Stärke 5. Ja. Jawohl. Minus 1 bitte. 4er. Nee, geht durch. Ein Schaden. Dann der andere auf den Knight. 1. Wiederholen durch Call. Jawohl. Und Stärke 5.
Nix. Hier nichts. So, jetzt die ersten beiden. Die zwei auf den Knight mit dem D6 Schuss. Haben wir genau 6. So, und jetzt keine Einsen bitte. Auf den Knight. Eine 1. Die wiederholen wir durch Call. Jawohl. Jetzt haben wir Stärke 8. Ja, auf die 4. Zwei Stück. Zwei Stück mit minus 3. Ist egal. 5er. Sind 4 Schaden. Okay. Ist auch runter auf 17 Lebenspunkte. Dann der letzte auf den Predator, D6 Schuss. Sind 4. Auf die 3. Beliebige Trefferwürfe wiederholen. 3 Stück. Genau. Stärke 8. Auf die 4. Nee, auf die 3, weil ist ja der Predator, ne? Genau. Dann sind 2. 2 mal minus 3. Upsa. 6er. Nö. 4 Schaden. Hat er noch einen? Zack. Oh, ich nehme den mal auseinander. Dann kommen wir, glaube ich, zu den Robots. Da schauen wir mal. Die Castellan Robots. 2 auf den Vindicator und 2 auf den Knight. Die dürfen ja doppelt schießen, aber wir benutzen den englischen Regeltext und da steht eindeutig drin, can shoot twice. Das heißt, da steht nicht wie im Kodex im Deutschen, dass das Profil sich ändert. Das heißt, wir benutzen natürlich das. Wir fangen an mit dem Vindicator auf die 3. Beliebige Trefferwürfe dürfen wir durch Call wiederholen. Bin mir nicht sicher, ob das ein bisschen zu stark ist. Einer raus. Das gibt's doch nicht, ey. So, dann haben wir Stärke 6. Auf Widerstand 8, auf die 5. Und jede 6 gibt eine tödliche. Ich sehe schon mal 3 tödliche. 4. 3, 4 tödliche. Und 3 mal die 5. Jetzt muss ich mal gucken, ob das in Addition ist. Zusätzlich zu allem sonstigen Schaden. Jawohl. Das heißt, es gibt schon mal 4 tödliche, plus du musst die Safe-Würfe da machen mit minus 2. Also 7 Stück. Gut, also das hier auf die 5. Das sind 3 Stück, die durchgehen. Und dann 4 Mortal Wounds dazu, ne? Genau. Tja, und dann noch einen, ne? Ach, das war der Vindicator, ne? Ja. Ja, hat er noch einen, weil der hatte noch 8, dann ist er jetzt runter. Cool. Okay. Das Ganze dann auf den Predator. Auf den Knight, dachte ich. Ja, auf den Knight, Entschuldigung. 3. Beliebige wiederholen. Die haben getroffen. Oha. Da sind mehr raus. Schön. Stärke 6. Auf die 5. Und dann haben wir schon mal 3 tödliche. Ja. Und noch 3 Fünfen, ne? Und noch 3 Fünfen dazu. Das heißt, der ist schon mal auf 14. Auf 14 runter. Plus das, was du jetzt nicht schaffst. Was nicht viel sein wird, hoffe ich. Hoffe ich auch. Saved, also 4 Stück noch runter. Das heißt, er hat noch 10. Genau. Läuft bei dir. Gut, dann schießen wir nochmal. Allerdings wird jetzt nur einer auf den Vindicator schießen. Mhm. Und 3 gehen jetzt auf den Knight. Okay. Auf die 3, also alles wiederholen. Einer raus, Stärke 6, auf die 5. 6 geben tödliche. Eine 6 ist er weg. Ja, das jawohl. War's schon. Gucken wir, ob der explodiert. Jawohl! Kriegt aber der Sorcerer auch einen, ne? Ja, ich mess mal gerade, aber da wird ein bisschen was. Wird ein bisschen was passieren, denke ich. Hier gibt's D3 erstmal auf die Dawn Eagles. Beziehungsweise eine. Dann ist da einer runter auf
auf einen Lebenspunkt, weil der hat ja nur noch einen. Ja. Darf ich jetzt eigentlich für Ahriman tödliche Verwundungen verteilen oder musst du das selbst machen? Das ist ja nicht Ahriman. Oder den Sorcerer. Ja, wenn ist ja mein Auto, was explodiert. Ach so. Auch einer. Und auf vier. Jawohl. Und der ist in die Luft geflogen. Der ist da baut's. Ich hätte auf, jetzt Licht auf der Seite jetzt. Ich hätte gern Reanimationsprotokolle für den. Geht das? Ich denke nicht. Okay, dann kommen wir zu den drei Robots auf den Knight. Der Knight kriegt jetzt auf die Kusche, auf die drei. Beliebige wiederholen. Das sieht gut aus, Das sehe ich anders, aber... Und zwei raus. Scheiße. Stärke 6. Auf die 5. Sechsen geben tödliche. Jetzt mal 10 tödliche, bitte. Nix da. Mach einfach mal keine Sechsen jetzt zur Abwechslung. Viele Sechsen. Jetzt viele Sechsen. Schon wieder 4 Stück. Gibt's noch nicht. Wo sind die vierte? So. Und dann jede 5. Kriegen die nicht auch tödliche auf sich selbst? Nee. Klar. Nee. Dann 4 tödliche und 8 Safe-Würfe. Wie viele hat er noch? 10, ne? Mit den 4 tödlichen hatte er jetzt nur noch 6. Okay. Minus 2. Hat er noch einen? Sicher? Hat noch einen. Okay. Ganz sicher. Gut. Dann geht's weiter. Zack. Der linke Dune Crawler. Ne, der rechte schießt. Ach, der rechte Dune Crawler. Schießt alles. Mal gucken, ob der 36 Zoll der Stapper auch noch in Reichweite ist. Ja, bestimmt. Ja, easy. Aua, das hat weh getan. So, Heavy 3, Cognis Heavy Stubber. Wir fangen mal mit dem Ding an. Auf die 3 beliebige Trefferwürfe wiederholen. Ja. Stärke 4 auf die 6. Nichts. So, jetzt D3 Schuss für den Neutron Laser. Ja, klar. Das gibt's doch nicht. Auf die 3. Beliebige Trefferwürfe wiederholen. Stärke 10. Auf die 3. Oh, schön. Das hätte mir fast leid getan. Dann nehme ich jetzt einen Reroll. Ach komm. Ja. Minus 4. Egal. 5er. Minimum 3 Schaden. Lohnt sich da mal ein Reroll, nur um dich zu ärgern? Nein, komm. Explosion wäre egal, ist nichts in der Nähe. Dune Crawler schießt jetzt den Cognis Heavy Stubber. Ah, er hat Cock gesagt. Hier rein. Und der Neutron Laser geht in den Predator mit einem Lebenspunkt. Na, alles klar. So, Cognis Heavy Stubber. Cockstubber. Auf die 3. Uiuiui. Da kennen wir nix. Dann die mache ich jetzt wieder weg. Also, Stärke 4. Eine 5. Und hat der Widerstand 4? Ja, ich bitte dich. 2x minus 0. Ein Schaden. Haben die diese Dust-Krams? Nee, ne? Safe. Jo. Nee, das haben nur die Rubrics und Scarab Occult Termis. Neutron Laser, D3 Schuss. 2. Auf die 3. Alles wiederholen. Das brauchen wir auch. Oh, einer. Stärke 10. Die 3. Nö. Habe ich schon Reroll genutzt? Ja. Echt jetzt? Ja, ne? Hast du. Oh, okay, dann schießt jetzt ein Laserhühnchen, nämlich das hier, auf den Predator. Auf den angekratzten mit einem Lebenspunkt. Ja, richtig, auf die 3. Dann haben wir Stärke 9, müsste das glaube ich sein. Auch auf die 3. Gucke nochmal schnell nach. Stärke 9, ja. Einer? Ja, einer mit minus 3. Oh, wir brauchen eine 6, Mädels. Eine 6, Mädels. Oh! Oh, wenn es um Mädels und Sechsen geht, bin ich immer am Start. Das zweite Hühnchen schießt jetzt auch da drauf. Auf die 3. Auf die 3. Einer. Dann das Ganze nochmal. Pass auf jetzt. Ah, knapp. Autotot. Ganz knapp. D6, Minimum 3.
Nur einer. Minimum drei. Safe after safe. Guck mal, ob der explodiert da hinten, du Haiopai. Jetzt kommt er! Jetzt kommt sie natürlich. Nein, das will ich nicht. Das will ich aber nicht. Du musst einen Reroll nutzen. Oder ja. Der Knight und alle kriegen. Nee, komm, ich nehme einen Reroll. Sechs. Nix da, nix da. So. So, die Hühnchen haben geschossen, hier hinten hat alles geschossen, aber. Was ist denn da noch übrig? Amiga und Valiant, ne? Jo. Alles. Da rein. Hier hab ich. Doch, Stubber. Auf die 4. Weil er sich bewegt hat. Nö. Stärke 4. Nö. So, dann zweimal D3 Schuss. Ich schieße die jetzt beide zusammen. Mhm. Oh, stark. Auf die 4. Ja. Drei Stück. Ah ja, das ist doch Statistik. Die sind raus. Widerstand. Stärke 8. Auf die 4 wahrscheinlich, ne? Jawohl. Zweimal bitte mit minus 4. Was? Ja. Ja, dann macht Schaden. D6. 8 Schaden. Ja. Tja. Gut. Das war gut. Jetzt ist nur noch der Valiant übrig. Ja. Der da. Die mobile Waffenplattform in groß. Zuhören jetzt. Die Conflict Cannon geht in den Predator, die Shieldbreaker Missile in den Land Raider, Harpune Land Raider, Melter Gun Land Raider, Twin Siege Breaker Cannon Land Raider. Ziemlich viel Knarre. Okay, wollen wir das hier hinten würfeln? Ja, mach mal irgendwo, wo Platz ist am besten. Ja, komm, dann 3D6 in den, was war das, ein Predator. Ja. Hm. 4, nochmal hier 4 dazu. Dann nochmal 5 dazu. Ach ja, ich habe ja nur noch einen Predator. Ja, das gucken wir mal, ob das so bleibt. Auf die... wir haben ja jetzt quasi noch 20 Lebenspunkte durch Hawkshot auf die 3. Das ist nicht schlecht. Ich hätte ruhig ein paar mehr 1 und 2 sein können. Ja. Stärke 7. 4 und alles, ne? Ja, das geht, das geht, das geht. Das sind 6 Stück, bitte, mit minus 2. 5er. Komm. 4 durch. 2, 4, 6, 8 Schaden. Hat er noch 3 übrig? Würfel mal weiter. Achso, es geht nichts mehr in dem Predator, ne? Nee. Dann hat er noch 3 übrig. Dann auf den Land Raider. Der ganze andere Quatsch. Shieldbreaker Missile. Nein! Oh. Harpune. Ist doch schade, ey. Nein, komm schon, die besten Knarren hier. Die Melter Gun. Eine. Stärke 8. Auf die 4. Melter 1. Vater. Siegebreaker Cannon 2D3 Schuss. Mhm. Oh mein Gott, ey. Auf die 3. Ach du Alarm. Es wird besser. Stärke 7 auf die 5. Ey! Nix. Nichts! Hast du noch was? Nee. Ich habe jetzt nichts mehr zu schießen. Jetzt kommen wir in die Charge-Phase. Hätte ich ja gar keinen Kratzer auf den Land Raider draufmalen müssen. Kriegt ja eh nichts ab. Oder draufmalen lassen, ne? Ja, ja. Ja, aber. Das war nicht so erfolgreich, mein Freund. Der hat noch ein bisschen Angst, da um die Ecke rumzulunzen, weil hier gibt es gleich harte Sachen aufs Maul. Ja, geht sowieso gleich direkt in die Fräse. Wir brauchen eine, ja, was braucht man hier? Eine 10 bis hier hinten hin, ja. Das wird nichts. 10 in den Predator rein. Abwehrfeuer. Kommst eh nicht rein. Mach mal Abwehrfeuer. Autsch. 4-mal Lascar. Oh, da ist schon mal eine 6. Gib mir doch bitte noch eine. Nee, ach schade. Und auf die 3. Jawohl.
Hat er diesen Vierer Quatsch noch? Nee. Ja, sehr gut. Doch, klar, bis zum Ende. Der Phase oder bis zum Ende der Runde? Ich gucke mal, ob es jetzt relevant wird. Nö, wird eh nicht. Ist safe. Schade. Dann wollen die beiden Jungs hier auch da rein. In den Mini-Crater. Hier rein. Der erste. Ein 4. Oh, kommt er nicht. Nee, aber wir gucken mal, was wir brauchen wegen Reroll. Eine 7 würde ich sagen. 7, gucken wir mal. Reroll. Nee. Ey, das gibt's doch einfach nicht. Nee, wie das drehst am Ende ist nicht. Ja. Aber Abwehrfeuer kann ich ja geben. Genau. W3 Schuss. 2. Eine 6 dabei. Komm doch. Auf die 3. Nein! Okay. Soll ich mal einen Reroll nehmen jetzt? Komm, dann hätte ich den im Abwehrfeuer weg, das wäre geil. Komm, ich nehme Reroll. Na, oh, das gibt's doch nicht. So eine Scheiße. Flamer, W6 Schuss. Komm, der macht's jetzt. Ach nee, kann er nicht. Sind ja noch 4 Lebenspunkte drauf, ne? Nix. Einer. Ach so, doch, klar. Ja. Nichts Minus, ne? Immerhin. So. Okidoki, dann hat er noch 3, aber dann will der zweite auf jeden Fall auch dabei. Warte mal, ich muss mir mal heiße Würfel rausholen. Ja, ja, ist klar. So, jetzt. Känguru-Beutel sind für heiße Würfel. Nein, schon mal so nicht. Haha. Abwehrfeuer. W3. Einer. Ach, komm. Flamer ist außerhalb, ne? Nee, der ist noch drin. Ich hab gemessen. 9 Zoll? 9 Zoll? 8. Ach nee. Nee, du brauchst 9, um reinzukommen, dann geht's nicht. Ja, ja gut. Ich nach Adam Riese, ne? So, Entschuldigung. Ich höre ja manchmal gar nicht zu. Ja, das kenne ich. Ich auch nicht. Okay. Punkte? Mhm. Da hinten hast du schon mal einen. 2. 3. Jo. Ja. Also, 3-2 für dich. Und dann kommen wir zu Chaos. Zug 2. Ach nee, müssen wir noch Moral-West-Tests machen irgendwo? Bei mir nicht. Ja, ich sowieso nicht. Okay, also Chaos Zug 2. Verdammten großen Spiele. Ich habe vergessen, die hier zu chargen. Ah. Aber egal. Bewegungsphase Chaos. Können wir direkt machen. Echt jetzt? Bewegungsphase fertig. Echt jetzt? Ja, am Ende der Bewegungsphase kommen meine Ternis rein. Ja, dann such dir mal ein schönes Plätzchen hier. Wir haben ja schon was ausgesucht, muss nur noch klappen. Okay, dann geh mal. Jawohl. Am Ende der Bewegungsphase sind die Typen hier reingekommen. 9 Zoll von denen da entfernt. Ja, dann kommen wir in die Psi-Phase. Exakt. Kollege hier unten macht als erstes Vorhersehung auf den Predator hier. Also, geht nicht. Geht definitiv durch. Plus 1 auf Hit hat er jetzt. Geht nicht. Und der macht Smite noch auf die Jetbikes. Das geht gar nicht. Geht definitiv auch durch mit einer 9. W3. 3, das heißt, der ist runter auf 2 und der andere ist platt. Ja. Dann will der Sorcerer hier hinten, der zaubert, dass der Retter um 1 verbessert wird, auf die 6. Auch, geht auch durch. Also haben die statt ein 5er jetzt ein 4er Retter. Ja. Dann will Ariman noch zaubern. Ja. Und zwar macht der diabolische Stärke auf sich selbst. Das geht durch, weil er plus 1 kriegt. Dann will der Todesfluch auf den Valiant zaubern. Mhm. Nimmt er eben den Retter. Das geht nicht durch. Will ich auch nicht rerollen jetzt. Aha. Und dann smitet er noch und wenn ich es richtig sehe, ist der Shield Captain da oben näher dran wie der Valiant. Ja, knapp, aber ist so. Oh, mit einer 11 sind das W6 Schaden. Hau mal rein. 6. Alter. Ist der platt? Ja, nee, das nicht, aber wir haben jetzt jede 6, ignoriere ich. Oh nee, echt jetzt? Das kann doch nicht wahr sein.
Nur Sechsen. Ey. Nur drei. Ja, aber genug auf jeden Fall. Okay. Kriegt er noch drei Schaden. Ja, kriegt er leider nur drei Schaden. Lächerliche Psi-Phase. Ja, das gibt's ja nicht. War's das schon? Ja, war's ja. Das schon? Das war die Psi-Phase, ja. Der Predator auf den Valiant. Alle vier Laskas. Ja. Durch meine Psi-Kraft jetzt wieder auf die 3. Normalerweise wäre er auf die 4. Ne? Einsen darf ich wiederholen wegen Ariman. Bringt nichts. Okay. Ups. Auf die 3. Einmal hier leichte Kippe, aber trotzdem. 3 mal minus 3. 5er Retter oder so, ne? Mhm. Zweimal durch. Oh oh. Komm, 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 komm. Oh, 7. Dann hat er noch 3. Nehme ich da den Reroll jetzt, dann wäre er weg, ne? Mhm. Eventuell. Eventuell. Jetzt hat er gerade 3. Komm, ich nehme den Reroll, dann habe ich nur noch einen Command Point übrig. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn ich sowas mache, werfe ich dann so eine Scheiße. Okay, dann hat er noch die 3, ne? Ja. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Das ist doch echt Mist. Der Vindicator mit dem Flamer in den Armiger und das Geschütz, Demolisher-Geschütz auf den Valiant. Mhm. Erstmal der Flamer. 6 Schuss. Ich habe ihm vorher gesagt, dass es ganz schön dreist ist, wenn er jetzt mit dem Flamer den kleinen Armiger da wegkriegt. Verwundet auf die 5. 2 Stück. 3er. Auch schade. Beides safe. Beides safe. Kennen wir nichts. D3 Schuss, Geschütz auf den Valiant. Ein 2. Nur auf die 4. Beide. Auf die 3. Komm, 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 komm. Ah, ich re-roll jetzt gar nichts mehr hier. Kannst du ja auch nicht. Einer, D ist minus 3, also 5er Retter wieder. Nein! W6. Komm, 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 komm. Das gibt's doch nicht. Das kann einfach nicht wahr sein. Ey, jetzt komm, jetzt nehme ich. Ach, ich hab re-rolled. Richtig. Schon. Ach, scheiße. Wieso? Wieso? Noch 2. Ja. Das ist doch Mist. Das ist doch echt Schatze. Was mache ich denn jetzt? Verflucht. Ich weiß nicht. Wir hören mal zu, was du jetzt machst. Ich muss hier auf Nummer sicher gehen. Ich schieße. Ich schieße eine Doppellasker und die Heavy Bolter vom Land Raider in dieses blöde Kackvieh hier, was nicht sterben will. Und die andere Doppellasker geht in den weniger stark angekratzten Armiger. Und der Havoc Launcher? Ach, der Havoc Launcher, der geht in. Komm, der geht noch in den. Ne, der geht auch in den rein dann. Alles in den frischen. In den frischeren, ja. Havoc Launcher und die eine Lasker. Ja, dann hauen wir raus. So, okay. Ich fange bei dem Valiant jetzt an. Oh oh. Was auf jetzt? 6 Schuss, Heavy Bolter, hoffentlich. Trifft. Mhm. Verwundet. Auf die 5. Eine nur. Kein Minus. Klar. Kein Ding. Zwillingslaska. Komm, Doppel 2. Einsen wiederholen. Ariman. 2. Nein. Nein. Und verwundet auf die 3 immer noch. Eine. Eieieiei. Eieieiei. Safe, oder was? Ich kotze ab. Jetzt gibt's ja gar nicht, Mann. Das gibt's doch nicht. Ja, die andere Zwillingslasker. In den Amiga. Eins und wiederholen. Und auf die 3. Was ist das? Einer. Nein! W6. Runter 4. Auf 5. Hatte der noch 9? Ja, das war der frische. W6 Schuss vom Havoc Launcher. Also wiederholen. Jawohl. Und verwunden auch auf die 5. Nix.
Oh Mann. Da bleibt jetzt nicht mehr viel. Da bleibt jetzt wirklich nur noch er hier. Ja, und da lassen wir dich noch mal eine Minute überlegen. Ja. Die Thermis schießen bis auf die Soul Reaper Cannon alle hier in die Skitarin. Die Soul Reaper Cannon geht auf die Destroyer hier. Okay, okay. Ich schieße erstmal die ganzen Inferno Kombi Boulder Digger. 20 Schuss. Der zählt nicht. Nee, der ist. Du hast gar nicht. Nee, passt schon. Guck dir die. Und auf jeden Fall auf die 3. Definitiv. Das sind gar nicht so viele, na doch, das ist schon Stück. 3. Mit 6. Minus 2 alles, ne? Oh oh. 6er. Rüster und Retter, wie auch immer. Einer safe. Wie viel waren das? 8? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Trupp ausgelöscht. Jawohl, so sollte das sein. Okay. Die Soul River kennen. Treffen 3. Mhm. Verbunden auf die 4. 2 Stück. Minus. Ich glaube, das ist jetzt minus 3 sogar. Echt jetzt? Ja, ja. Minus 3. Gut, 6er Retter. Einer durch, einer nicht. Ein Schaden ist das. Okay, dann hat einer hier noch 2. Und jetzt kommen wir aber zum Großen. Der Warhound wird mit der Plasma in die Robots reingehen. Mhm. Und der Turbo Laser Destructor, wie auch immer, geht in den Dune Crawler hier, der so ein bisschen rot schimmert. Ja, sag's doch einfach, dass ich das falsche Rot benutzt habe. Entschuldigung. Mach erstmal. Er ist halt anders als die anderen. 2W6 Schuss auf die Robots. Oh, verdammt. Wieder 11. 6, 8, 9, 10, 11. So. Auf die 2. Jawohl. Nicht overcharge. Nein, 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 normal. Reicht doch auch. 2 Einsen. Ja, deswegen halt machen wir das auch nicht mehr. Ach nee, das ist ja bei Root Rolls, glaube ich. Ja. Und. Nee, Hit Rolls, schon richtig. Mit Stärke. Ziemlich viel, 8 immer noch, also auf die 3 noch eben. Ja, ja. Was ist hier los? 5 Stück. DS-3. Und dann muss ich einzeln machen oder was, ne? Wie viel Schaden sind das Flat? Jeweils 3. Gut, dann mache ich immer 2 zusammen. 5er Retter. Nö. Einer tot. 5 Stück waren das nur. Ja. 5er Retter, 2er tot. Jetzt. Dritter angeknuspert. Dritter auf 3. Au, au, au. Wir brauchen da hinten. Das sind zu viele Schuss. Das muss weg. Ja, das ist jetzt schon mal die Hälfte weniger hier. Okay, ja, dann mal einen Doomcrawler. 2W3 Schuss. 4. Auf die 2. Alle. Und wieder auf die 2. Wieder auf die 2 mit Stärke 16. Alle. DS-3. Ja gut, ich habe auf jeden Fall meinen 5er Retter. Mhm. 3 durch. Wie viel Schaden sind denn das jetzt? Das sind 3 mal 2W6. Oh, ich hätte hier übrigens, wir müssen das verdoppelt, den Schaden. Das heißt, bei einem Würfelwurf ist einer schon da weg. Wieso? Das ist aber kein titanisches Modell. Das ist, ach so, das gilt für Makrowaffen nur titanische Modelle? Genau. Ah ja, richtig. Gut. Dann habe ich hier trotzdem die 3x2W6 auf den Dune-Crawler. Dann wären sie nämlich alle weg gewesen jetzt. Ja. 2W6, Dune-Crawler ist schon mal 7. Nochmal 2W6. Der ist schon durch. Wie viel werden sie insgesamt? Lass uns mal gucken. Nochmal 2W6. Das sind nur noch 3. Also dann haben wir hier 12, 14, 19 Schaden. Naja gut, das reicht auf jeden Fall. Wie viel hat der ursprünglich? 11 oder so, ne? Mhm. Gucken wir mal, ob der in die Luft fliegt. Ja. Reroll. Nein. Oh! Richtig stark. Der explodiert sowas von. Ich messe mal.
Destroyon, W3. Nein, hat weg. Datasmith. Runter auf 3. Laser Chicken Nummer 1. Auf 4. Auf 4. Laser Chicken Nummer 2. Auf 5. Och, schade. Wie so ein Geier guckt er mir jetzt zu hier. Belisarius Call. Oh, Big 3. Unter auf 4. Dune Crawler. Auf 8. Delicious. Es ist so, wie wenn ich ein leckeres Eis esse bei 35 Grad im Sommer, wo es keinen Schatten in der Nähe gibt. Das ist ein Dummschwätzer. Dieser scheiß Warhound, ey, was macht der denn hier? Also ich meine, wenn du jetzt da so drauf schießt, ne, und mit Reroll das nicht verhindern kannst, dass der explodiert, dann ist es ja wohl echt verdient, ja, dass, ja, dass da auch alles abfackelt. Ist es auch. Vor allem, ich meine, dadurch, dass der Warhound so wenig Schuss da jetzt hat, hat er das schon ganz gut gemacht hier hinten, würde ich sagen. Ich denke auch, ja. Weil er hat jetzt hier schön erstmal, auf jeden Fall haben Belisarius Calls Tempelflitzer jetzt mal kurz gequalmt da hinten. Ja. Ich meine es nicht böse, ne? Aber der Dune Crawler muss weg. Ach so, der ist übrigens kaputt. Ja, ja, ja. 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 Schön. Ja, davon abgesehen war das meine Schussphase. Mhm. Und... ja, müssen wir irgendwelche Moraltests machen? Ich glaube nicht. Die Einheit hier vorne war komplett weggeknuspert. Willst du irgendwo chargen oder so? Steuer einen verloren. Soll ich mal... ja, ich will chargen. Was denn jetzt? Sag ich dir gleich. In der Charge-Phase möchte Kai mit dem blöden Sorcerer in meinen Virtus Praetor. Blöden Sorcerer? Das ist Mega Man 3000. Mega Man 3000. Oh, der kommt rein. Oh, der kommt wirklich der rein. Kommt rein. Der braucht eine 8. Heavy D3 Abwehrschuss mit Flak. Ach komm. Die 6, komm, los. Oh, er kriegt, das geht's doch nicht. So, und Stärke 7. Auf die 3. Jawohl, dann hast du hier bitte mit minus 1. Was? Minus 1. D3, aber D3 Schaden. Der hat einen 4er dann noch. Das ist wohl nicht safe. Nee. D3. 2. Das macht nichts. Drinne war ich auf jeden Fall. Ja, dann kannst du gleich zuhauen. So, warte, ich leg mal hier dran, dass er noch 2 hat. Der ist aber schlechter geworden jetzt. Der ist garantiert noch besser geworden. Der ist jetzt erst böse. 4 Attacken. Gott bewahre, wenn der das jetzt... auf die 2. Wenn der das jetzt nicht schafft. Und... Stärke? Mit Stärke 6 auf die 4, ne? Richtig. Komm, jetzt ganz viel 3. Da ist einer noch Kippe. Ah. Nö, 2 Stück. Minus 1. Dreier. D3 Schaden. Warte. Nein. Hast keinen mehr. Jetzt komm. Nein! Ah, er hat ihn ausgelöscht. Jetzt hat er den im Nahkampf noch schnell weggemacht. So. Okidoki. Es fühlt sich an, als wäre es gut gewesen, war es aber nicht, weil der Welt jetzt auch steht. Das kann doch nicht sein, ey. Der macht mich echt fertig. Echt eine Frechheit, ne? Ja, das ist wirklich eine Frechheit. Alles klar. Let's go weiter. Runde 2 für Imperium-Suppe. Genau. Bewegungsphase ist vorbei. Laser Chicken stehen geblieben. Call stehen geblieben. Doomcrawler stehen geblieben. Er hat sich erstmal wieder geheilt. Dann der Dunecrawler wieder auf 11. Der Datasmith hat ihn hier geheilt. Er ist wieder auf 6, der andere auf 5. Robots stehen geblieben. Die sind stehen geblieben. Die sind nach vorne. Die sind advanced hier. Ups. Also hier runter advanced. Mit auch nicht wenig. 6 Zoll, glaube ich. Die sind advanced nach hier vorne. Dann haben wir den Valiant, der hier seine letzten 4 Zoll oder was der hatte, nach vorne ist. Knallhart gesprintet. Ja. Ne, 3 Zoll, glaube ich, oder 3 oder 4, keine Ahnung. Er ist alles, was ging. 10 Zoll hatte der noch mit 5 und er seine letzten paar auch noch Richtung Vindicator. Ja, dann, ach so, Shield Captains, 14 Zoll nach vorne. Die besudeln hier meinen Predator. Die besudeln, genau. Ja, die haben auch schon rausgeholt. Das ist schon gepimmelt da.
Okay. Ja, komm her, hier. Also da ist ja auch noch was passiert. Am Ende der Bewegungsphase. Ach, die. Ja. Viele Schuss, der guckt in die falsche Richtung. Da. Aber treffen alles nur auf die Sechsen oder so. Ja, ne? Genau, am Arsch. sind das nicht so rote Orks oder sowas? Ja, ja. Okay. Zielphase gibt's nicht. Mhm. Dann kommen wir jetzt in die Schussphase. Mini-Hühner. Ja, die schießen alles auf die Terminatoren. Einer ist leider nicht in Reichweite. Also 20 Schuss auf die 3. Jede 6 sind 3 Treffer statt einem. Was zur Hölle ist das denn? Ja, das Thema mal. Wer du das zählst, kann hier zeigen, dass es 3-3 steht, weil ich habe natürlich vorhin noch einen Punkt gekriegt. Den habe ich vergessen, auf der On-Cam zu sagen. Ja. So, jetzt wisst ihr es. Was ist denn da? Jede 6 3 Hits. Ach, ich habe doch gar nicht so viele Würfel. Nee, das ist falscher Würfel. Dum, 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 dum. Das ist einiges, ne? Ein bisschen. Aber du hast ja auch einen Zweier-Rüster dann, ne? Ja. So, jetzt Stärke 3. Auf die 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das war's. 9 Stück? Ja, das ist doch okay. Jeder 1 gibt. Und guck mal, ich habe hier schon passend 9 Würfel liegen, als ob ich es geahnt hätte. Ja, Auge des Zienchs, würde ich sagen. Ui. Junge, Junge. 9 Mal auf die 2. Eine 1. Machen die immer einen Schaden? Ja. Tja, dann muss ich nicht mal ein Modell wegnehmen. Dann hat einer einfach noch einen Lebenspunkt. So, eben habe ich natürlich vergessen, die Einsen zu rerollen durch meinen Psalm. Aber ist wie es ist. Mir unmittelbar nach dem Take hier eingefallen. Robots schießen alles auf die Thermis. Auf die 4. Alles wiederholen. Ach komm. Alles wegen Dr. Kalf da hinten, oder was? Ja, genau, Kalf. Stärke 6. Du hast da. Auf die 3. Ups. Ups. Das, die, zwar eine 1 und eine 2 ist zählt. Oh Gott. Vielleicht brauchst du neue Würfel. Nee. 7 Stück. Mit minus 2. 4er, Rüster, Retter, vollkommen egal. Da sind 4 Stück durch. Mhm. Oha. So, dann ist der schon mal weg. Jeweils 2 Schaden machen die, ne? Jeweils einen. Jeweils einen? Ja. Immer einen Schaden. Okay. Dann. So. Das Ganze nochmal. Auf die 4 und alles wiederholen. Und auf die 3en. Ach du Alter. Naja, ist genug. So, nochmal 6, 9, 10 Stück nochmal. Minus 2, 1 Schaden. Einer weg. Und dann nochmal wie viel? Also das war der mit dem einen Lebenspunkt, oder was? Ja, aber die Soul Reaper kennen wirst du nicht rausnehmen wollen, ne? Ne, die wollte ich nicht rausnehmen. So, also der mit dem einen Lebenspunkt, weil die hatte nur einen hier. Ja, also... Egal. Nee, nicht die Soul Reaper, die andere. Der andere hatte okay, einen. Okay, der, ja. Und dann wie viel noch durch? 4 Stück, das heißt sind 2. Ja, dann sind's doch... Nee, dann sind Soul Reaper kennen und der normale. Dann bleibt der stehen, der Zauberer. Mit wie viel? Ne, mit allem noch. Okay. Weil die haben ja jeweils 2. Das geht auf. Alles klar. Vanguard, alles auf den Typen. Erstmal der eine, der Chef mit der Arc-Pistol auf die 3. Nein. Nö. Dann die Radium-Karabiner auf die 3. Einsen dürfen wir wiederholen wegen dem Psalm da. Uff.
ist okay. Immer das Geschieße. Leg dich doch mit ihm im Nahkampf an. Machen wir dann, wenn er noch steht. Biest. Machen wir dann, wenn er noch steht. So, Stärke 3 auf die 5. Jede 6 macht 2 Schaden. Theoretisch. Potenziell. Das sind auf jeden Fall ein paar. So, also. 3-mal mit 2 Schaden. Ja, die mache ich als erstes schon mal weg hier. Weil kein Minus, ne? Ja. Ist schon tot. Ich habe noch einen Command-Point. Dann hau raus. Den will ich bestimmt nicht dafür nutzen. Abwehr-Psi-Phase. Ja, ja. Jetzt geht's hier los. Okay. Oh, das war ja schade. Hier ist noch ein Würfel von dir, Lisa. Hätte gedacht. Scheiß Dinger. Spannender. Wie denn spannender? Das waren 5 Millionen Schuss schon wieder. Ja. Laserchicken Nummer 1 und 2 schießen auf den Predator. Predator. Dein Laserchicken Nummer 1 fangen wir natürlich erstmal an. Na klar, was sonst? Also er hier. Der angekratzte oder der andere? Ja, 5 oder 6, das macht jetzt bei beiden nichts. Ach so. Auf die 3. Auf die 3. Oh, das wären fast 2 gewesen hier. Stärke 9 auf die 3. Nix. Diese Laserhühnchen, ne? So, das gleiche macht das nächste nochmal. So, jetzt mal 2 3, verdammte Scheiße. Nein. Einmal minus 3. So, jetzt pass auf. Der übliche. Der übliche Sechser. Oh, mit Ansage. Das Junge, ist Junge, diese Junge. Scheiß Hühnchen, ne? Der Predator, der will nicht. Ey, der sieht jetzt nichts, der Dune-Crawler. Tja, Pech. Der schießt jetzt in den Warhound. Der kann, genau, ich wollte gerade sagen, der kann in den Warhound schießen. Ja, dann hau rein. Cognis Heavy Stubber schießt aber in den hier rein, mit 36 Zoll. In den Scarab Occult Thermal Sorcerer Typ, Chef. Ja, auf die 3. Einen sind wiederholen, also alles wiederholen. Und dann mit Stärke 4. Auf die 4 oder 5? Auf die 4, ne? Ja, ja, wieder schon 4. 2-mal minus 0. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh, safe. D3 Schuss auf den Knight, auf den Warhound. Ein. Ja, auf die 3. Oh. Stärke 10. Minus 4. Vierer Retter. Vierer oder Dreier? Vierer. Wieso? Der hat einen normalen Dreier Safe und die Schilder haben Vierer, sind 4 plus. Echt? Haben die nicht die ersten drei? Nö. 4, 5 und 6 im Schadensprofil. Okay. Oh! 4 Schaden. Ich hätte gern noch ein Safe After Safe bei dem. Gut. Ist er runter auf 31. Macht nix. Armiger Nummer 1, der Schlechte, mit den 3 Lebenspunkten da, schießt erstmal in den hier. Kryptonit Predator. Heavy 3, Heavy Stubber, hat sich bewegt, aber gut, das ist dem ja. Ist dem nicht egal. Auf die 5, beziehungsweise auf die 6. Nee. So, jetzt den Thermalspeergerät. 2 Schuss. Man sieht's, glaube ich, ja. Nix. Thermalspeergerät finde ich auch gut. So, Nummer 2. Der andere Typ. Der macht das gleiche, der trifft nur eins besser jetzt. 3 Schuss auf die 5. Mhm. D3 Schuss. Einer auf die 5. Nein. Die machen schon ganz schön was. So, Valiant. Trifft er auch noch auf die 5? Achtung. Nee. Valiant. Valiant. Oh Gott, der ist ja. Ach du Scheiße. Ist, ist das so wie, wenn du dreimal seinen Namen sagst, dass er dann erscheint oder so? Weil. Der schießt jetzt alles. Das gibt doch, das geht auch nach hinten los. Das hoffe ich doch. Das geht auch nach hinten los. Der schießt jetzt alles in den Land Raider. Ach komm, das geht auf jeden Fall nach hinten los. Alles in den Land Raider. Hast du keinen Bock mehr auf den Predator? 3D6 Schuss. Ach du Alarm. So. Was sind das jetzt? 12 Schuss oder was? Genau. Treffen auf die 5. So, 5. Mhm. 5.
5. 2. Das ist nicht so viel. Stärke 7. Einer. Einer, minus 2. Oh, Junge, Junge. Ach, halt. Sorry. Stopp. Stopp. Ich Idiot. Das sind Autotreffer. Stärke 7 auf die 5 Autotreffer. 2. 2 Stück. Das haben wir übrigens vorhin falsch gemacht. Ich habe überlesen, dass der irgendwie... Ja, war der? Ja, das war ein Autotreffer vorhin. Ich Idiot. War der nicht weit genug weg noch, dass der gar nicht getroffen hatte mit der? 18 Zoll, das hat gepasst. Okay. Aber ist egal. Habe ich vorhin einfach verpeilt in der Hitze des Gefechts. 2 Stück minus 2. Okay. Also, der Safe-Wurf für den Land Raider. Einer ist auf jeden Fall safe und der andere nicht. 2 Schaden. Shieldbreaker ist letzte. Auf die 5. Nö. Harpune. Yes! Trifft. Auf die 2. Minus 6. Ja, mach mal Schaden. 10 Schaden. Vielleicht. Was? Dann ist der runter auf 2 Lebenspunkte. Ist dein Ernst jetzt? Wieso trifft denn so eine Harpune plötzlich? Das ist doch scheiße. Geil. So. Ich wusste, der hätte weggemusst. Twin Meltergeist. Auf die. Oh nein! Oh, Meltersechsen. Oh, verdammt, Meltersechsen. Seit wann gibt's denn sowas? Stärke 8. Eine. Minus 4. Minus 4. Warte, warte, der hat noch einen 6er Safe, glaube ich. Ach, der hat ja einen 2er Rüster, ne? Kann der sein. Alter. Kann ja. sein. Und seit wann? Ja, egal. Kann sein, ja. Egal, egal was, es wäre nichts. 2 Schaden. Echt jetzt? Ach komm! Ach komm, der Land Raider. Na gut, dann gucken wir mal, ob er explodiert. Nö. Der Land Raider ist weg. Ach du Scheiße, der gute Valiant hier. Der bleibt da so stehen, wir denken uns, dass der kaputt ist. Okay. Okay, noch irgendwas? Nö, hast nichts mehr. Doch. Chargephase. 2 Shieldkämpfer. Hallo. Ach so, die wollen noch was machen hier, oder was? Die wollen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen hier hinten. Rambazamba machen. Ja. Shield Captain Nummer 1 möchte mit seinem Melterschuss den Predator jetzt zerschießen. Mhm. Auf die 3. Mhm. Stärke 8. Mhm. Minus 4. Mhm. Das reicht ja. Falscher Würfel. Na. Shield Captain Nummer 2 möchte mit einem Flakburst Schuss. Nee, weißt du was? Ariman hat einen 3er Retter, ne? Jawohl, ja. Dann nimmt er einen Flakburst-Schuss. D3. Ach komm. Auf die 3. Mhm. Stärke 8. Widerstand? Müsste ich gucken. Ich weiß nicht, ob es 4 oder 5 sind. Ich glaube, das sind 4. Okay, dann hättest du hier minus 1. So, er hat ganz normal Widerstand 4. Das bedeutet, der ein 3er Retter jetzt. Mhm. Safe. Gut. Das war's? Chargephase. Okay. Der da, da rein. Ja. Ja, jetzt. Dann ist das Auto drin, aber Abwehrfeuer. So, ich hab schon mal W6 Schuss Flamer. Abwehrfeuer geht jetzt drauf, komm. Da verwundet eine. Das ist, glaube ich, safe. Ja. Dreier hat er auf jeden Fall, Armigan Dreier, ja. W3 Schuss Geschütz. Komm. Ah! Mist. Der zweite auch noch? Hm. Ja, ist drin. Der Valiant. Hm. Möchte. Komm, der kann doch nirgendwo mehr rein jetzt. Das ist alles platt hier, ne? Aber er hier noch nicht. Ja, willst du das echt probieren? Ja, klar. Ist dein Ernst? Gib mir mal eine Zollpeitsche. Ja. Der hat immer noch diabolische Stärke, der Ariman. Das ist mir egal. Ist ein Biest. Das ist eine glatte. 12. Eine glatte 11. Ach komm. Schaffen wir. Nicht. Hast du Abwehrfeuer? Ja, ich habe eine Pistole. Die ist mächtig. Ja. Okay. Shieldcamp Nummer 1. Ist drin. Mhm. Pistole? Mhm. Shieldcap Nummer 2. Auch drin. Gut. Hey, das Gelände. Hier einfach irgendwas zu seinen Gunsten. Das ist ein Gauner, ey. Er wäre halt so. Ja, okay. Wie viele Command Points hast du noch? Einen. Da kannst du ja gar nicht mehr interrupten.
Richtig. Ja. Gut, dann haut Shield Captain Nummer 1 zu. Ja. Auf Ariman. Ja. 5 Attacken auf die 2. Eins wiederholen, weil es Shield Captain ist. Na klar, was sonst? Dann haben wir mit der Inceptor Lanze alle Failed Wound Rolls, darf ich jetzt wiederholen, wenn ich eins Charge erfolgreich gemacht habe. Stärke 6 auf die 3. Das sind dann schon mal bitte 4 Stück mit minus 3. Ist mir egal. 3er Retter, alles safe. Okay, Misericordia auf die 2. Stärke 5. Nein. All Failed Wound Rolls? Nein, darf ich da nicht. Dann Shield Captain Nummer 2 macht das gleiche. Auf die 2, einen wiederholen. Und auf die 3. Und auch hier dürfen wir alle Wound Rolls wiederholen. 4 Stück. Oh. 2 durch. Was machen die an Schaden? W3? Der hat 5 Leben. Weißt du was? Jetzt nehme ich meinen letzten Command Point und rerolle den. 1. Safe. Boah, 3. Siehst du? Siehst du? Misericordia Gerät. Gerät, Typ. Jawohl. Auf die 3. Jawohl. Ach komm. Minus 1. Minus 2. Ist egal. 3er Retter. Mhm. Weil er mein Warlord ist. Safe. Okay. So, da kann ich schon mal zurückhauen. Das wird witzig. Ja, ja, aber wir machen erstmal das andere Zeug, weil du bist ja noch nicht dran. Ja, ja. 4 Attacken mit dem ersten Armiger, der da auf 2 Lebenspunkten rumkrepselt. Was nehmen wir denn da jetzt? Wir werden das Strike-Profil nehmen. 4 Attacken auf die 5. 2? 2 Stück. Stärke 12. Hm. Einmal mit minus 3. 6er. Nö. 3 Schaden flat. Explosionsgefahr. Oh, guck dir das an! Guck dir das an! Ja, ja. Dann mach mal D3 für den anderen. D3 für den einen da. Ja, ja. Hau rein. Geht er in die Luft? Nein. Dann D3 für den zweiten. Einer. Okay, runter auf 4. Alter, was du hier mit Explosionen bei mir. Echt heftig. Ach, das ist aber witzig. Ariman, haut zurück. Ja. Der hat eine Attacke mehr durch diabolische Stärke. Und der hat ja, genau, er hat noch plus 2 Stärke, das heißt plus 2 von dem Stab. Dann ist er automatisch bei Stärke 8. Ich denke, das bedeutet, ich verwunde auf die 3, oder? Ja, ja, nicht auf die 2 auf jeden Fall, ja. Ich treffe auf jeden Fall auf die 2. Ach so, das ist keine einzelne Einheit, ne? Das sind jeder einzelne. Ja, ja, genau. Dann mache ich 2 Attacken auf den und 3 da drauf. Und die Disc-Attacke mache ich auch auf. Na, das kommt ja danach, also. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Muss sie nicht ansagen gleich. Ja, ich mache die dann auf den weniger angekratzten hier. So. Auf den da. Weil ich jetzt unsicher bin, ob man das ansagen muss. Okay. Erstmal die 2 auf den angekratzten. Treffen beide. Verwunden auf die 3. Beide. Minus 1, aber du hast ja einen 3er sowieso. Dreier. Beide durch. Dann sind das 6 Schaden flat. Tot. Sehr gut. Ariman, die alte Kanone. Ja. Die anderen 3 Attacken. Treffen alle, verwunden wieder auf die 3, alle, wieder minus 1. Dreier, wieder einer durch. Einer durch, dann sind das flat 3 Schaden. Dann ist er runter auf 4. Hat er 7? Ja. Alter. Okay, und dann kommt die Disc einfach noch, ne? Mhm. Trifft, verwundet allerdings nur auf die 5. Ne. Okay, dann sind die da noch im Nahkampf, die beiden Jungs. Die sind noch im Nahkampf, ja. Gut. Punkte. Was hast du gemacht? 1. Da hinten ein. 2. 3. 3 Stück? Ja. Genau. Okay. Dann steht es 6 zu 3.
Und jetzt nächste Runde. Chaos. Jawohl. Chaos Schrottplatz hier. Bewegungsphase ist vorüber. Er hier ist advanced mit 4 Zoll. Hier am Schrottplatz vorbei, Richtung Missionsziel. Wie nennt man ihn? Ariman. Mit Sicherheit nicht. Ariman, der oberste Chef, der Taktiker höchst selbst. Ja, ist einfach mal so ein bisschen hier rüber geflogen. Einfach mal ein bisschen hier rüber geflogen heißt, eine richtig feige Sau, der ist nämlich abgehauen. Wieso? Das heißt ja nicht, dass er nicht nochmal rein will. Ist egal. Dann hau mal rein mit deiner Psi-Phase. Jawohl, ja. Lass mich raten. Der will smiten auf den Captain. Der wird als erstes smiten auf den Captain, richtig. Geht durch mit einer 8. Ja. W3 schon mal. Ja. Sind 3. Ups. Das sind leider nur 2. Achso. Der hat halt noch 2, richtig? Richtig. Ist ja kein Problem. Für jemanden wie Ariman ist das kein Problem. Okay. Jetzt benutzt er diabolische Stärke auf sich selbst natürlich erstmal wieder. Es geht durch. Ich auf plus 1, ne? Mhm. Und dann benutzt er Warp Time. Ach komm schon. Geht durch? Ja. Oder nicht? Ja, ja, das geht doch. Durch. Ja, das geht wo durch. Will er hin? Auf den Moorhorn fliegen. Geht das? Feige Ratte, ey. Jetzt kann ich hier nicht mal mehr chargen, ey. Also doch, aber... Ach Gott. Ja, so macht man das heutzutage. Hoffentlich hat der Warhound jetzt richtig schön dünn Schiss. Schussphase. Ja. Ariman kann nichts mehr sehen jetzt. Doch, der schießt mit seiner Pistole auf den Shield Captain, weil er hier vorne rausgucken kann. Auf die 2. Jawohl. Auf die 5. Das oh, ist nicht. Eine 5. Es ist eine 5. Schon. Das ist, glaube ich, DS minus 100. DS minus 3000. Das ist DRE, egal was für ein DS, ne? Ja, nee, aber wenn ein 2er oder ein 3er Ritter. Ja, aber minus 2 hätte er auf jeden Fall. Oh, oh! Warte, macht die wenigstens auch noch 15 Schaden? Nee. Wie viel Schaden? Eine Nummer. Oh Gott, ey. Wie kann man denn dauernd so einen Dreier-Retter verkacken hier? Vielleicht hätte ich ihn doch nochmal chargen sollen. Ja, der wäre weg gewesen jetzt. Ja, ziemlich sicher. So, deine, da hinten dein Thermi darf nicht schießen, weil der advanced ist. Aber der darf noch psien. Hast du das schon gemacht? Hm? Hast du mit dem schon gepsied? Ach nein, habe ich nicht. Das erlaube ich dir noch. Oh, auch wenn du schon geschossen hast. Das ist nett von dir. Dann macht er seinen Smite, seinen Schwächeren einfach auf das Chicken da hinten. Geht eh nicht durch. Mhm. Ja, Schussphase. Ja, Ariman hat ja geschossen. Mhm. Jetzt überlege ich mir gerade nochmal ein Ziel für den Warhound. Er hat sich entschieden. Jawohl. Ja, der Dunecrawler kriegt erstmal die Plasma-Knarre ab. Ne, den Laser, oder? Genau, diese 2D3 Schuss. Genau, den Turbo Laser Destructor. Und die Plasma-Geschichte geht wieder in die Robots. Einfach, weil ich die weghaben will. Ja. Ich fange mit dem Dunecrawler an. Mhm. 4. 4 Schuss. Trifft er jetzt noch auf wie viel Leben? Der trifft immer noch auf die 2. Hat einen Leib. Alle. Und? Auf die 2. Alle. 5er Retter. Guck mal. Ist schon wieder 2 Safe. 4 W6 Schaden. Exakt. Ja, das hätte da in die Hose gehen können, ne? Mhm. Das sind jetzt gar nicht so viel. Das sind nur 15 Schaden. Mhm. Reicht aber. So, wenn der jetzt in die Luft fliegt, raste ich aus. Nee. Ach, schade, komm. Hast du nicht noch einen Reroll? Nein, leider nicht. Und tschüss. Ja. 2 W6 Schuss. Ja. Oh, das ist gut. Nicht viel. Das ist gut. Ab die 2. Oh, echt jetzt? Overcharge oder nicht? Nee, ganz normal. Auf die 3. 2 Stück. Aber es könnte für beide reichen, ne? Der erste. Nein, tot. Der zweite. 3 Schaden. So noch runter auf 3. Ach so, der hatte noch 6? Ja. Ich hab von hier gedacht, der hätte noch 3. Das gibt's doch nicht. Der eine hatte noch 3. Jetzt hat er mal nicht so viel geschossen, der Warhound. Nee. Ist so. Hat nur einen Robot und einen Dunecrawler zerhackt.
Jawohl. Reicht aber. Ja. Ich will nichts chargen. Komisch. Punkte habe ich auch keine gemacht. Komisch. Achso, Land Raider ist Schrott da hinten, ne? Mhm. Ja, okay. Dann Bewegungsphase hier. Imperium. Bewegungsphase, die sind advanced hier rüber. Stehen geblieben. Call ein bisschen nach vorne, dass er reparieren kann und den Robot in 6 Zoll hat. Hat sich selbst auch repariert. Die sind 6 Zoll ganz normal nach vorne. Die sind advanced, dass sie jetzt Missionsziel Nummer 5 halten. Die sind advanced, die Custodian Guard. Auch 6 Zoll oder irgendwie sowas. Also insgesamt 10 Zoll hatten die, glaube ich. Valiant ist halt die paar Zoll nach vorne. Er hier seine, was weiß ich, da. Normale Bewegung. Auf jeden normale Fall. Bewegung hier über dieses Zeug drüber geklettert, steht jetzt am Missionsziel. Captain ist Richtung Warhound. Und dann fangen wir an zu schießen. Im Captain. Meltaschuss auf den Knight, auf den Warhound. Trifft. Stärke 8. Ne, auf die 5 erst. Okay, dann Valiant. Valiant wird jetzt alles auf den verdammten Titanen schießen. Wenn jetzt die Habune trifft, ne? Dann? Ja, dann ist es so. Konflikt 3D6 Schuss. Sind die in 18 Zoll? 3D6 Autotreffer. 3 und nochmal 2. Mit Stärke 7 auf die 5. Oha. Alter. Oha. Alter. 6 mal mit minus 2. Vierer. Was? 2, 4, 6, 8, 10 Schaden. Was? Auf 21 runter. Ist das richtig? Hm. Ist korrekt. Jetzt kommt die Harpune auf die 5. Nein. Jetzt kommt die Meltagun. 2 auf die 5. Nein. 2D3 Siegebreaker Cannon. Ja. Auf die 5. Stärke 7, auf die 5. Nö. Laser Chicken, Nummer 1. Auf die 3. Nö. Alles wiederholen wegen Call. Stärke 9. Die 4, nö. Laser Chicken Nummer 2. Nö. Ach du Alarm. So. Dann, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr hier. Das ist jetzt alles ein bisschen blöd. Destroyer. Destroyer, ja, können wir jetzt eigentlich auch gleich machen. Überlege, ob wir da. Nee. Ja, Destroyer, erstmal die Phosphorblaster. Ne, die sind jetzt nicht mehr in Reichweite, weil sie zurückgeflogen sind. Dann haben wir jetzt Plasma Culverines, alles overcharged. Die 6 Schuss. Auf die 3, auf die 4. Alles wiederholen, weil, und jetzt bitte keine 1. Nein, das hätte ich auch einzeln machen müssen dann. Okay, 2 mit Stärke 8 auf die 5. Einmal mit minus 2, 3 eigentlich. 4er, safe. Immer noch 4er Void Shield. Wenn es ein 5er gewesen wäre, wäre es auch safe gewesen. Ja, ich sag's genau. Ja. Interessiert mich gerade nur. So, Robot. Kann sein, dass es schon ein 5er ist. Robot. Robot. Schießt jetzt gleich doppelt auf den Warhound. Auf die 4. Ist halt nicht normal, dass da immer noch einer da ist. Ja. Auf die 4. Alles wiederholen. Da ist noch eine 1. Oha. Eine Menge raus. So ein Warhound ist eigentlich so klein, der hätte eigentlich minus 1 zu Hit haben müssen. Ja, das stimmt. Stärke 6 auf die 5. 2. 2 Stück minus 2. Jetzt müsste ich mal langsam nachgucken. Einer auf jeden Fall nicht, einer ist safe. Also 20 leben noch. Ja, dann der Armiger da hinten.
Ach, er hier. Ja, lebt der ja auch hat noch. Ja auch noch seine, ich weiß gar nicht, der jetzt, trifft jetzt auch nicht mehr so gut. Der hat ja auch nur noch 4 gehabt, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir die 3 Dingsbums da. Mhm. Auf die, ich muss jetzt mal kurz gucken, die beiden treffen auf jeden Fall und der glaube ich nicht mehr, weil er ja auch sich bewegt hat. Dann haben wir, lass mich lügen, Stärke 4 ist das hier, glaube ich, nur. Ja. Nee, gar nichts. Nö. Der Thermalspeer, D3 Schuss. Oh. 3. Auf die 4, also beziehungsweise 5. Einer. Stärke. Nein. Auf jeden Fall nicht. Ja, so geht's auch nach hinten los hier alles. Das war's, oder? Nee, wir haben jetzt noch die Vanguards. Ah, die wollen auch noch. Ja, die schießen alles da drauf. Da muss ich mal schnell Würfel zählen. Vanguard, alles auf den Titan. Auf die 3. Achso, wir haben die Lobgesänge nicht gemacht. Können wir mal schnell gucken, ob da eine 6 bei rauskommt? Nein. Alles andere ist mir auch egal. Brauchen wir alles nicht. So ein Quatsch. Stärke 3. Bleiben uns nur die 6en. Aber. Jede 6 macht 2 Schaden. Nix. Nichts. Gut, Charge-Phase. Er charged Ariman und muss halt den Warhound mit. Wahrscheinlich. Chargen. Mit einer 8. Darfst du überhaupt Abwehrfeuer geben mit den Makro-Waffen jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Ja, selbstverständlich. Ja, warte mal. Abwehrfeuer muss ja wohl immer gehen. Nee. Wenn nicht, Ariman hat eine Pistole. Vorsicht. Ja, mach mal die Pistole. Oh, guck dir das an. Okay. Guck dir das an. Die 5. Oh, minus 2. 3er Retter. Oh, scheiße. Komm, der hätte jetzt im Abwehrfeuer durch eine Pistole draufgehen können. Schade. Kein Abwehrfeuer für Makrowaffen. Genau, aber er ist drin hier mit seinem letzten Lebenspunkt. Schade, dass die Pistole ihn nicht umgehauen hat. Das wäre ihm würdig gewesen, weißt du? Ja, ja. Das wäre es tatsächlich gewesen. Naja, ist wie es ist, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. So, dann haut der Shield Captain aber alles auf Ariman. Ja, das war ja klar. Weil er es kann. 5 Attacken. Auf die 2. Und er hat einen Charge geschafft. Trifft alles. Ja. So, Stärke 6. Ja. 5 mal minus 3. Eieiei. Genau. 5 mal minus 3. Eieiei. Auf die 3. Och Mann, Ariman hätte den ja noch vernichten. Wie viel? 3D3 Schaden. Ja, ja. 2, 4, 6. Hallo. Slay the Warlord. Kriegsmeister getötet. Das heißt aber, du darfst mit dem Knight noch zurück zutreten. Ja, selbstverständlich. Ich krieg den nicht aus. Ist magnetisiert. 12 Attacken? Ja. Mit Stärke 10 dann halt, ne? Mhm. Aber treffen nur auf die 5 plus? Einer. Aber jetzt dann auf die. Ach nee, auf die 3, ne? Mhm. Tut er. Safe! Ja klar, was sonst? Das geht mir aber auf den Sack jetzt. Dieser blöde eine Captain da. Als ob der irgendeine Chance hätte. Ja, der ist aber so flink da mit seinem Jetbike, der sieht halt dieses Ding da sich bewegen und dann macht er einfach. Okay, du darfst. Bewegungsphase. Du willst wahrscheinlich mit dem zum Missions. Achso, erstmal Punkte. Ja. Ich habe 1, 2. 2. 1, 2 plus Slay the Warlord. Ja. 9. Okay. Bewegungsphase ist durch. Ja. Schussphase. Psi-Phase. Achso. Smite. Ja. Geht durch. Ist aber nur ein Schaden, ne? Korrekt.
Zielphase ist fertig. Ariman ist ja leider weg. Mhm. Schussphase. Der Kollege schießt erstmal auf den angekratzten. Das Hühnchen. Genau. Trifft eins schlechter, weil es ein Hühnchen ist. Nein. Nee, es ist sowieso nur bei den. Ich glaube, bei den Ballistaris ist diese Regel nicht, oder? Nee, das ist nur bei den anderen Hühnchen da. Ja, also triffst du ganz normal. Gut. Stärke 4 auf die 5. Korrekt. 2 Stück, minus 2. 6er Retter, glaube ich. Ja. 2 Schaden. Also runter auf 3. Korrekt. Mhm. So, jetzt mache ich das nicht nochmal mit dem Valiant da hinten. Mhm. Auch wenn der im Nahkampf ist, kann er ja schießen. Genau. Der Valiant wird jetzt eingedeckt in Plasma-Geballer. Und der Turbo Laser Destructor geht. Wo geht denn der jetzt hin am besten mal? Mhm. Auf die Destroyer. Okay. Dann hau mal raus. So, erstmal auf den Valiant. 2W6. Nee, das 2. Doch, ja, 2W6, richtig. Das sind 6. Nicht viel. Auf die 3 jetzt nur noch oder auf 4 schon? Auf die 3 nur noch. Alles? Ja, alle. Stärke 16 auf die 2, ne? Mhm. Willst du versuchen zu safen? Klar. Was? Geht nur einer durch? Nur einer? Ja. Aber der ist autotot. Das sind 2W6 Schaden. Plasma ist nicht 2W6. Nee, stimmt. Das sind. Ah! Einer, das sind straight 3. Ich lade noch 3. Nee, der hat noch 2. Ach so, oh, das war knapp. Explodiert der? Ach so. Nein. Ja, das ist klar. Nein. Ach komm, schade. Hättet noch ein bisschen Guards mitnehmen können. Ja. Ich verwechsel die zwei Waffenprofile von dem eins hier. Ja. Oh, hier ist echt Friedhof jetzt hier. Dann die 2W3 Schuss auf den Dingsbums-Typ. Ja. Destroyer. Die 2 Destroyer. Oha. Das sind 5. Ja. Exakt. Auf die 3. Alle. Ja, auf die 2. Ja. Wie viel? Was für ein Minus haben die? Minus 3. Minus 3. Mhm. Okay, dann 6er Retter. Ja, ich mach's weg. Das hat keinen Sinn hier. 5 mal 2W6 Schaden oder so. Ja, bin einfach weg. Einfach weg. So, und jetzt hat der Warhound eine Sonderregel. Wenn nur noch er auf dem Feld steht, darf er alles 2-mal schießen. Okay, nein. Du kriegst ja, was mir einfällt, jetzt noch 2 Punkte zusätzlich, weil du 2 titanische Einheiten zerstört hast, ne? Das heißt, es steht, und ich ja auch eine bis jetzt. Ja. Das heißt, steht schon mal 10 zu 5. Okay, ja. Dann. Krieg ich einen Punkt? Ja. Ach nee, Nahkampf, hier, sorry. Der lebt ja noch. Genau. Ich darf ja noch zuhauen. Dann mach mal, ja. So. Die üblichen 12 Attacken auf die 5. Das sind diesmal ein paar mehr. Und auf die 3. Alle. 3er Retter, ne? 4-mal. Slay the Warlord. Damit sollte der Platz sein. Ja. Okay, ist auch Slay the Warlord. Schön. Okay, und was war noch? Du hast hier einen Punkt gekriegt, ne? Ja, da hinten bei meinem Termin. Ja, dann steht jetzt 7. Zu 10. Wie will das rein? Weil der Dicke noch da ist. Okay. Dann kommen wir in meine Bewegungsphase.
Bewegungsphase ist vorbei, die sind maximal nach vorne gelaufen. Chicken wurde geheilt, ist jetzt hoch auf 5, Call ist wieder voll, hat sich selbst geheilt, der muss stehen bleiben. Die sind ein Stück nach vorne, dass die Plasma durchs Fenster gucken kann, die Vanguards in Richtung War und Titan. Die Guard ist auch hier rüber, soweit es eben ging, und er ist stehen geblieben da hinten. Echt? Wieso das denn? Weil er soll das Missionsziel halten. Ach so. Und soll mal ganz normal treffen. Okay. Robot. Auf die 4. Wo schießt denn der hin? Auf den. Wohin denn wohl? Den Titan? Ja. Warum das denn? Ach so, so, warte mal ganz kurz jetzt. Lobgesänge. Jawohl, 6 ist dabei, das heißt, ich darf die Einsen wiederholen. Oh nee. Das passt ja wieder gut. Auf die 4, auf die 4. Andere Lobgesänge interessieren mich jetzt gar nicht mehr. Könnte jetzt das eine, dass es innerhalb von 1 Zoll dann tödliche gibt, aber egal. Stärke 6, auf die 5. Einmal? Einmal minus 2. 5er? Nö. Ich save einen Schaden. Oh, ist auch runter auf 19. Schlechteres Profil. Nochmal schlechter? Ich glaube ja. Nochmal schlechter als schlecht eben schon. Ja, jetzt darf er nur noch auf die 4 treffen. Oh oh, das ist nicht gut. Das ist wahr. Hühnchen, schießen wir gleich zusammen. Jo. Auf die 3. Oh. Alle wiederholen, weil Call noch in der Nähe ist. Stärke 9, auf die 4. Dreimal, minus 3. 5er. Nein. Und tschüss. 12 Schaden. Oh, 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 oh. Ja? Amiga. D3 Schuss. Einer. Auf die 4, auf jeden Fall. So, was hat der für eine Stärke? Ich glaube, das war Stärke 9. Oh, da muss ich schnell gucken. Da muss ich schnell gucken. Oh, oh. Also hat sich ja nicht bewegt. Und zwar Stärke 8. Jawohl. Minus 4. Ich glaube, es ist nur noch ein 6er Void Shield Dingsbums. D6. 3. Und da 4. Okay, jetzt alle. Ja, jetzt mache ich die mal hier. Vanguard. Mhm. 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 6. Auf die 4. Einsen wiederholen. Ja, auf die 3, sorry. Ja. So. Jetzt schauen wir mal, ich glaube, jede 6 macht jetzt 2 Schaden anstatt einem. Ja, das wäre, glaube ich, so. Ja, aber ich brauche ja eh 6 zum Verwunden. Das heißt, du hast jetzt hier 3 mal mit minus 0 und jeweils 2 Schaden. Normaler Safe. Einer durch. Das sind 2 Schaden. Runter auf 2. Ich hab da wieder was gehört. Ja, okay. Dann schießen wir noch die Infiltrator. Da können aber auch nur 4 schießen. Hast du nichts mehr auf den Titan? Nee. Echt nicht? Nee. Sehr traurig. Ja doch, die Custodian Guard können noch schießen. Aber die können, ja mal gucken, was das gibt. Was machst du denn? Los. Keine Ahnung. Infiltrator. Ich glaube, da waren ja jede 6 beim Hitroll sind 3 Hits anstatt einem. So. Auf die 3. Jede 6 sind 3. Ach so, warte mal. Ich darf ja die Einsen trotzdem noch wiederholen. Können ja noch ein paar 6 kommen. Nee. Gut, 3 Hits. 3 Hits. 3 Hits.
Ja. Da ist noch einer. Drei jetzt. Ich finde die Admech ziemlich stark. Ja. Das stimmt. Gut, dass das heute ein Spaßspiel ist. Ach, ich bin so blöd. Das waren gar keine drei Hits. Ach, vergiss es. Komm. Hast du geschummelt? Nein, ich habe es hier falsch gelesen. Das ist beim Taser Goat und nicht beim Flashette Blaster. Vergiss es. Oh, geht dann einfach. Hätte ich noch viel mehr Einheiten übrig. Ich hätte wahrscheinlich gewinnen können. Wieso? Die Robots haben doch geschossen da drauf. Na. Die haben doch nichts weggemacht, die Typen vorhin. Das waren doch die Robots. Okay. Es war nur ein Schaden, der da durchkam. Ja. Letzte Runde. Ist gut. Vorletzte Runde. Ja, dann kommt jetzt die Gustodian Guard. Mit ihren Pistolenschwertern. Ja, ist so. Das ist auch so lächerlich. Was machen die da? Wieso? Schießen die Schwertspitze einfach weg. Ja, und dann guck mal, die haben da so einen Bolter mit da drin. Ja, ja. 12 Zoll. Wo mette ich denn jetzt hier? Ein 3 Stück drin. Pistole 2. Ach, auch noch Pistole. Auf 2. Einsen darf man nicht mehr wiederholen. Stärke 4. Nichts. Ja. Dann ist er noch da. Falsch. Die chargen jetzt mit den Vanguards. Ist dein Ernst? Reicht. Die kommen echt rein. Und? Wollen die auch chargen, die Jungs? Na klar. Die brauchen nur eine 10. Aber mir ist aufgefallen, dass da hinten immer noch jemand steht. Ja, egal. Ach so. Reicht nicht. Reicht nicht. Jetzt hätten sie ihn verhauen. Okay, ich stelle hier hin und dann attackieren wir gleich. Jawohl. Vanguard 1000 zu, auf die 4. Und auf die 6. Nichts. Der Chef mit seiner Radium, mit seinem Taser Goat. Auf die 4. Each hit roll of 6 causes 3 hits. So. Stärke 5 auf die 6. Einmal mit minus 0. Macht der einen Schaden? Ja. Safe. Okay. Dann kannst du gleich übergehen in deinen Zug. Ich hab, warte, ich darf erstmal zurückhauen, bevor mein Zug kommt. Ach so. Obwohl ich charge den Termin noch. Die sind ja, noch. Hau erstmal zurück. Auf die 6. Auf die 2. Jawohl. Minus Millionen. 6er Safe. Erst euch jetzt. Ja, Bionics. Das gibt's doch nicht, ey. Hier, die chargen noch da hinten. Reicht nicht. Auf keinen Fall. Kannst du auch Abwehrfeuer geben. Die hätten aber, der hätte minus. Doch, minus 3. Ist egal, 6er Retter. Abwehrfeuer. Einmal minus 2. Wie viel Schaden? 1. Gut, dann hat einer noch einen. Ja, die haben jeder 2. Richtig. Die sind ja hart drauf. Geile. Mini-Chicken sind ja härter wie die großen Chickens. Quatsch. So, dann darfst du gleich schießen. Diese Kackhühnchensuppe, gegen die ich hier spiele. Ja. Am Ende meiner Runde, also wir kommen jetzt in die letzte Runde, kriege ich 2 Punkte, weil ich 2 Missionsziele halte. Da. Und da hinten beim Armiger. Und dann wird Kai gleich schießen. Aber da kommt eh nichts mehr bei rum jetzt. Macht's ab. Erstmal Psi-Phase. Ja. Smite. Smite, jetzt sind die am nächsten hier. Genau. Geht durch mit einer 10. Einer, oder was? Der eine ist blatt, einer hat noch einen Lebenspunkt. Jetzt habe ich den Chef hier, habe ich dem einen Lebenspunkt gegeben. Ah, ja, der. Siehst du, das kann der, das wird dir noch zum Verhängnis. Okay. Einer hat nur noch einen Lebenspunkt. Wieso Mortal Wounds übertragen sich. Ja, 2 Stück waren das. Ach so. Mhm. Wir wollen ja hier, ne? Ich dachte, das ist immer dieser ein Damage-Smite da. So. Jetzt wird das Ding mit den 2W6-Schuss die Kollegen hier vorne alle wegbolzen. Willst du nicht auf die Hühnchen schießen? Dann kriege ich dich wenigstens nicht mehr weg. Die machen mehr Attacken wie die Hühnchen. Ich würde versuchen, jetzt die harten Kanonen wegzukriegen. Ach,
Also einmal gehe ich auf jeden Fall auf den Army hier hin. Mit dem Laser oder was? Mit dem Turbo-Laser-Destruktor auf den, oder machen wir das? Ja, auf den Armiger. Ja. Und die 2x6 Schuss von der Plasma-Knarre. Ja, entweder wirklich hier in die Kleinen oder da, wo sonst noch viel Schuss rüberkommen. Mit DS- irgendwas. Das sind ja da hinten immer nur 4 Schuss. Das ist weniger wie... Ne, komm, die gehen hier in die Custodian Guard. Oha, mit einem Dreier Retter. Läuft. Ist egal. Okay, dann nochmal rein. Aber es ist eine Einheit, das heißt, sie kann dadurch ja auch schon mal... So, was mache ich auch. Erstmal Custodian Guard. 2W6, nicht overcharged. Sind 9 Schuss. Auf die 5 oder was jetzt? Oder auf die 4 noch? Ja, warte. 3, 6, 7, 8. 9. Ne, auf die 6. Ne, auf die 4. Ballistic Skill. So, 6 nur noch im Nacken. Ja. Immerhin. Toughness, Stärke was? Stärke 10. Okay, dann sind es 3 Stück. Minus, aber ist ja egal. Erste Dreierretter, zweite Dreierretter. Und der geht durch. Einer ist komplett verdammt, 3 Lebenspunkte weg. Okay, dann ist ein Stormshield weg. Den hintersten. Hinterste Stormshield. Das da. Ja. Gut. 2W3 Schuss. Wohin? Auf den Armiger oder was? Jawohl. Oha. So. 4 Stück. Auf die 2. Wahrscheinlich, ne? 3x 5er Retter. Das gibt's ja nicht. Wieder einmal, nur einer durch. Einmal durch. Wie viel Schaden? 2W6. Ja, tschüss. Und das wäre sogar Makro, weil titanisch, ne? Ne, der ist nicht titanisch, der Kleine. Er explodiert. Es bringt nichts mehr, da ist eh nur noch Schrotthaufen hier hinten. Okay, dann ist der auch hin. Ja. Dann, wow. Ich habe einen Punkt gemacht. Hast du einen Punkt gemacht? Ja, klar habe ich einen Punkt gemacht. Ich mache immer Punkte. 8 zu 12. Gar nicht so schlecht eigentlich. Gut. Letzte Runde, Imperium. Bewegungsphase ist vorbei, die sind nach vorne gelaufen, das ist alles stehen geblieben, das muss sowieso stehen bleiben, die sind auch stehen geblieben da, völlig egal. Das Custodian Guard nach vorne, die aus dem Nahkampf raus. Also, dann, ja, kommen wir ins Geschieße. Laser Chicken, auf die 3, wiederholen wegen Call. Wenn du den nicht hättest, ne? Stärke 9. 2x. Minus 3. Komm, mach. 6er. Oh, weg ist er! Das war das Ende. Das sind 8 Schaden. Explosion. Tatsächlich kann das passieren, ne? Ja. Dann mach mal. Ich weiß nicht, ob ich 2 Würfel. 2, ja, ja. Nee. Nee, 2 und eine 5, da wird das nix. Ja, dann lass mal das jetzt, ne? Echt jetzt? Willst du noch drauf schießen? Kann ich machen, wenn du willst. 1, 20 Schuss. Was ist denn, wenn der das, der Matchgamer ist, hä? Das weißt du ja nicht. 20 Schuss. Auf die 3. Achso, Lobgesänge. Mal wieder gucken, ob wir eine 6 kriegen. Ja, ich drehe das einmal mit Call, haben wir eine 6. Dann dürfen wir die 1 wiederholen. Jo. Alles klar, alles klar. Na? Was ist hier los? So. Stärke 3. Auf die... Ich muss mal gucken hier. Nicht, dass ich das Profil schon wieder hier falsch lese. Auf die 5. Ja, nee, das ist wieder gar nichts. Okay. Dann hast du 7x mit minus 0. 2er. Safe. Alles safe. Okay, dann charge ich den direkt. Ist drin. Abwehrfeuer.
Nö. Jetzt kommt das nämlich mit diesen mehr Hits und so. Ach so. Zwei Attacken each. Auf die drei. So, jetzt, genau. Scheiße, jetzt hätte ich mal vorhin die Einsen wiederholen lassen können im Nahkampf mit Call. Egal, jeder 6 macht 3 Attacken. Und so, und das bleibt bei der 5. Stärke 6. Vier Stück minus 0. 2, ja. Safe. Ja, dann hau mal zurück. Ich hau nochmal zurück. Zwei Attacken nur. Oh Gott. Exorbitant viel. Auf die 3 oder was? Jawohl. Verwunden auf die 2, weil wieder schon 3, ne? Ja. Zweimal minus 1. Mhm. 5er. Geht leider nur einer. D3. Ja, ist autotot hier. Ja. War das das Ende des Zuges? Ja. Also Punkte brauchen wir nicht mehr zählen, hast du auf jeden Fall. 1, 2. Und eine titanische Einheit zerstört, sind 3. Sind wir bei 15. Zu 8. Ja, cool. Dann gucken wir uns nochmal kurz diesen Friedhof hier an. Überall liegen kaputte Knights. Und umgekippte Panzer. Hier ist ein richtiger Hardcore-Friedhof. Also hier ist echt alles in die Luft geflogen. Und ja, das Schild ist aber noch ganz. Und ja, dann kommen wir mal in ein süßes kleines Postgame. Postgame! Mann, das war ein witziges Spiel, Kai. Oh, oh, oh. Nichts gemacht. Ja, kleine Nachbesprechung zu dem wunderbaren kleinen Matchplay-Apokalypse-Game, was wir heute hatten. Ja, wir können ja mal kurz so die Einheiten durchsprechen. Die Armeen, wir fangen einfach mal, lass uns doch mal mit den Admec-Imperiums-Krimskrams anfangen. Du oder ich? Mich kotzt der Valiant immer noch an. Ja. Wenn der weg gewesen wäre, hätte er sein müssen. Dann haut er nochmal 20 Schaden raus am Ende. Die Harpune, also, Land Raider erstmal runtergeballert. Ja. Und dann nochmal mit der Conflict Cannon, also 10 Punkte vom Warhorn. Und das habe ich am Anfang sogar noch falsch gemacht mit den Autotreffern. Das habe ich völlig überlesen. Habe ich immer so gespielt, aber heute irgendwie nicht. Keine Ahnung. Witzig. Also das ist auf jeden Fall das Modell, mein Modell des Spiels. Abgesehen von Call, der natürlich diese Rerolls, ist der Hammer, ne? Ballerburg mit dem ist hart. Ist geil, macht echt Spaß. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, ne? So in der Form. Also macht mega Bock. Und der Valiant hat heute, der hat noch nie so gut da nochmal alles rausgerissen mit den verbleibenden Lebenspunkten wie heute, ne? Da hätte ich dieses Hawkschwaut nicht mal gebraucht jetzt eben. Ja. Aber auf die 5 dann trifft einfach die Harpune mal. Mega geil. Ansonsten habe ich nicht mehr viel auf dem Feld gehabt jetzt. Alle Armiger, alle Knights waren weg, die Dunecrawler waren weg, ein Robot war nur noch da, die Destroyer waren weg. Ich habe nur noch Kleinkram jetzt auf dem Feld gehabt, wirklich. Also das war dann doch noch, also wenn das wirklich so gewesen wäre, dass der Valiant dann noch gefallen wäre, dass du überhaupt nicht diese Überlegung gehabt hättest, mit dem eine Waffe, sage ich mal, zu verschwenden in den Valiant rein, dann wäre das anders ausgegangen nochmal, definitiv. Ja, der hat halt eben auch 20 Schaden rausgehauen, die er eigentlich nicht mehr hätte raushauen dürfen. Ja. Von daher hat das schon reingehauen. Definitiv. Und sobald der Kollege hier ein bisschen schlechter ist, beziehungsweise sobald die Schilde schlechter werden, weil er weniger Lebenspunkte hat, ja, ist er auch schnell weg. Ja, das geht dann ganz schnell. Ne? Das geht exponentiell auseinander mit ihm. Am Anfang mit dem Vierer und vor allem mit dem Ballistic Strike von 2. 2 plus, ja, das ist fies. Ne? Also, wenn wir wirklich so ein Spiel gehabt hätten, wo ich massiv viele titanische Einheiten jetzt gestellt hätte, das werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwann machen, dann rastet der schon mal aus. Ne? Wenn du dann die erste Runde hast, also dann machst du jeweils eine Waffe auf einen Titan, der ist tot oder nahezu tot. Klar. Und dann gibst du ihm irgendwie noch einen Gnadenschuss, dann hast du schon mal 2 Knights weg. Ne? Heftig. Aber ja, macht Spaß, die Imperiumsarmee, und auf jeden Fall
Mich hat dein Predator richtig angekotzt, der da unten stand, weil der sitzt, wollte auch nicht weg. Er wollte auch nicht weg, das stimmt. Aber der hat auch nichts mehr gemacht. Das war der Unterschied, ja. Ganz viele Laskars auf das Ding da drauf geschossen, nichts passiert. Da, also der hat echt Laskars gefressen ohne Ende. Aber richtig viel. Habe ich gesaved wie ein junger Gott. Und ich meine, ich hatte ja nur Panzer auf dem Feld, ne? Das ist ja genau das, was ich eigentlich bezwecken will. Und dann frisst er die alle und spuckt die wieder aus. Heftig, ja. 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 Man of the Match ist bei mir er hier. Das ist nämlich Last Man Standing. Mhm. Der hat dafür gesorgt, dass ich nicht getabled bin. Stimmt. Stimmt. Mit einem Lebenspunkt überlebt. Mhm. Ja. Ist wie es ist, ne? Mhm. Ist doch gut. Also viel hatte ich auf jeden Fall auch nicht mehr. Aber es war echt spaßig mal so ein Apokalypse. Das war ganz witzig, ja. Wir müssen das nochmal wiederholen mit anderen Einheiten. Zumindest wenn er dann auf dem Feld ist. Größere, mehr Punktzahl, mehr titanische Einheiten. Und dann gucken wir nochmal, dass wir da irgendwie. Oder ihm mal andere Waffen geben, vielleicht. Ne? Weiß ich nicht. Ihm mehr Waffen geben? Ja. Der ist 2000 Punkte. Also, wenn du nicht nur titanische Einheiten als Ziel hast, ist der irgendwann. Ist er seine Punkte nicht wert, ne? Ja. Ja, ich meine, er hat das Potenzial, so ein Ding mit einer Waffe in einer Runde wegzuhauen. Aber er hat halt eben auch nur zwei Waffen. Mhm. Wenn ich jetzt viel Kleinkram habe, dann ist der relativ nutzlos. Absolut, ja. Ja, haut zwar ein paar Sachen weg, relativ sicher auch, aber klar, genug Modelle. Es geht halt jedes Mal was zu Bruch, wenn du mit dem irgendwo drauf schießt. Ne? Es ist ja jedes Mal irgendwas in die Luft gegangen, aber super, dann geht halt mal ein Crawler. Genau. Der verteilt auch nochmal Mortal Wounds beim Explodieren in der Runde, aber dann kommt. Doktor, ich repariere alles. Ja. Ja, das stimmt schon. Also, naja, das ist wirklich was für ein Apokalypse-Spiel mit viel titanischen Sachen. Ja, ja. Und, ja, gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus, ist imposant auf dem Feld. Das ist es halt, ja. Ansonsten, so overpowered finde ich den definitiv nicht. Für ein Forge-World-Modell, muss ich echt sagen. Also in einem normalen Spiel auf keinen Fall. Nee, ist er freiwillig. Ne? Also dafür ist er auch einfach nicht gemacht. Er ist einfach dafür gemacht, Titanen anzugreifen und diese Fortifications, dafür ist er gemacht. Ansonsten... Wenn er auf sich selber schießen würde, dann wäre er ganz gut, glaube ich. Genau. Ja. Nein, er hat schon was gemacht. Witziges Spiel. Es war ja wirklich noch knapp, wenn man das mal so mit Punkten errechnet. Ich habe zwar noch klar viel Infanterie da irgendwie auf dem Feld gehabt, aber es war nichts mehr Wildes. Ne? Ja, es liegt ja auch ein bisschen daran, wenn ich jetzt andere Sachen gestellt hätte, kleinere, auch ein paar kleine Infanterieeinheiten, hätte das ja auch anders aussehen können. Das stimmt, ja. Also hätte ich mehr Punkte theoretisch holen können. Ja, genau. Dann war es das für heute, ne? Ja. Ein kleines Apokalypse-Game. Was machen wir als nächstes? Erstmal den Jahreswechsel vollziehen. Ja, der ist ja schon vollzogen, wenn der im Battle Report hier online geht. Ja, okay. So ist das mit der Zeitblase. Ja. Weil morgen ist ja schon Silvester in Realzeit. Ne? Also heute ist Sonntag. Ja, also im Warp dann 2019. Genau. Und dann überlegen wir uns mal, was wir machen, weil, ja, weiß ich nicht, wir haben einige Rechnungen offen. Um jetzt mal wieder zurückzukommen zum Waren. Powergamer. Ja, genau. Heute ja auch wieder. Suppe gegen ganz lockere Spaßliste. Weißt du? Ich hätte auch nur Ultramarines spielen können jetzt. Oder noch mehr Ad-Mac-Ballerzeug. Ja, auch doof. Das heben wir uns auf für den nächsten. Ah ja, jetzt kommt's. Gucken wir mal. Liebe Freunde, du hast nichts mehr? Ja. Dann hoffen wir auch, ihr hattet mit uns Spaß. Es war ein langes Spiel heute. Obwohl, es ging eigentlich, aber... Schon dunkel draußen. Ja. Aber es ist eigentlich immer dunkel draußen. Also ich wollte gerade sagen, es ist auch immer dunkel. Ja, auf jeden Fall, wir hoffen, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Battle Report oder beziehungsweise im nächsten Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal wieder. Macht's gut!